Lalala. So, so. So, jetzt haben wir noch 10 Sekunden. Man hört uns angeblich schon. Nicht. Nicht? Ich glaube, das ist eine Lüge. Ich glaube nicht, dass es eine. Der Johann lügt nicht. Lalala, schau hier, wird schon kräftig. Lalala. Ja, wir sagen mal Hallo. Man hört euch. Man hört was? Was? Man hört das euch. Das hat uns was? Niemand gesagt. Was? Ist das DSGVO-konform? Sehen wir uns auch schon. Moin miteinander! Moin. Hallo! Jetzt sind wir ein bisschen versetzt irgendwie. Regie, möchtest du die Kamera mal ein bisschen drehen? So einseitig irgendwie. Hallo! Perfekt. So ist wunderbar. Grüß euch, wer ist denn alles am Start? Moin! Real Syox. Syox? 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 Real Syox. Syox. Real Syox. SSZ-Lick ist da, habe ich gesehen, weißt du? Slick. Lorek. Lorek, hallo, grüße dich. Drilltainment. Drilltainment ist auch. Und Vampire Lady ist auch wieder. Vampire Lady ist hier schon. Lady Vampire ist am Start. Danke. Hey, grüß dich. Guten schön, Abend. Schön, dass du da bist. Und Alter, Drilltainment hat einen Sub bekommen, ja, von Gaming Aid. Letzte Woche. Da steht a few seconds ago. Das war letzte Woche, weil wir dann gerailt haben. Und bei AndyDev hat dann Gaming Aid gemeint: Oh Mist, das war jetzt zu spät. Und dann waren wir schon bei AndyDev im Aber warum Stream. Steht da a few seconds ago? Ja, weil es jetzt zählt quasi. Das ist ja peinlich. Jo. Oh. Ja, aber dankeschön, falls ihr zuschaut, für letzte Woche. Dankeschön. Totally Not Jenny ist da. Hi. Moin. Na? Okay, ich nenne mich um. Nein, nenne ich nicht um. So, jetzt. Nicht, dass hier gedacht wird, dass wir Leute vergessen. Hier ist der Markus. Hallo. Hallo. Hier ist der Steve. Hallo, grüß euch. Und heute, ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke. Matthias Rudi von Zipsoft, die Nürnberger unter euch oder die Franken unter euch kennen Zipsoft vielleicht noch vom letzten Indie Outpost. Zipsoft hat nämlich den letzten Indie Outpost gesponsert. Genau. Mit Pizza und Drinks, was super geil war. Ja. Vielen Dank euch nochmal. Ast rein. Kam grandios an. Auf Twitter, Indie Outpost, schaut euch mal ein Bild an. Ich habe noch nie so viel Pizza gesehen. Es waren 18 Riesenpizzen. Es waren 18 Familienpizzen. Haben wir sie aufgegessen? Wir haben sie alle, glaub, sind alle weggegangen. Sind alle weggegangen, ja. Ja, sehr gut. Das war super. Und trinken. Es war geile Pizza. Ja. Ben hat gesagt, ich hab Pizza. Ja. Nee, war super. Richtig. Wir haben nur die Rechnung gezahlt. Ja. Alles cool, ja. Ja, ich habe es auf Twitter schon erwähnt. Ihr seid heftig. Zipsoft, ihr seid ziemlich heftige Dudes. Ja. Und du denkst. Danke, danke. Ja. Entwickler von Tibia, falls es noch jemand kennt. Ich habe es damals noch gezockt. heißt nicht, dass es das jetzt nicht mehr gibt. Das läuft immer noch. Ja, das läuft noch. Seit wann läuft Tibia jetzt? Das läuft seit 22 Jahren. Leck mich fett. Alter, das ist ein MMORPG, ja. Was seit 22 Jahren läuft. Es wurde 1997, ja, es kam zwei Monate vor Ultima Online raus. Krass. Yes! Echt jetzt? Ja, krass. Ja, damals halt als Studentenprojekt von 4 Studenten und Ultima Online war damals schon eine kommerzielle Produktion. Aber ja, wir waren also live vor Ultima Online. Nicht schlecht. Ja, Ultima war hier, war das Ralph Koster oder war das Jesse nein. Schell? Nein. Oder war das keine von beiden? Law British, Richard Garriott. Ah! Der wird auch älter. Spiel denke ich dann gerade. Ja, genau. Tibia läuft noch. Also wir... Ja. Seit 22 Jahren. Seit 22 Jahren. Und wir sind immer erfolgreicher damit. Also wir sagen jedes Jahr, es ist 22 Jahre alt, wir werden irgendwann mal nicht mehr so viel Geld damit machen. Wir müssen irgendwie mal was anderes am Start haben, so was auch Geld macht. Aber dann sagen die Tibia-Spieler wieder... Nee, lass mal. Wir brauchen nichts Neues. Genau, wir brauchen nichts Neues. Wir finden es toll, wir spielen weiter. Ja, die Tibia-Spieler werden auch älter. Die haben auch Familie und Jobs mittlerweile und weniger Zeit und mehr Geld. Und sagen halt, ja, gebe ich halt mal was davon aus. Ja. Ja, und wir konnten in den letzten ein, zwei Jahren auch die Tibia-Spieler begeistern mit dem, was wir an dem Spiel verändert haben. Also neue Inhalte, Veränderungen, Sachen gebalanced. Und die sind zurzeit sehr begeistert und super. Schafft auch nicht jeder. Und respektieren das auch, indem sie viel spielen und auch noch Geld dafür zahlen. Das ist geil. Deswegen, was will man denn mehr? Ja,
keine super. Ahnung. Ja. Und jedes Mal in der Vollversammlung sagt der Geschäftsführer, also wir rechnen nächstes Jahr nicht mit so viel Umsatz. Ja, es wird weniger. Ja. Und dann kommt wieder, ja, das habe ich das letzte Mal schon gesagt, aber, oh Gott, wir haben wieder Umsatzsteigerung, ja. Also, x 1000%. Wir sind so stolz drauf, wir haben sogar auf unserer Webseite veröffentlicht, da gibt es so eine schöne Kurve, aber die geht einfach nach oben. Und krass. Und nicht schlecht nach oben. 14,6 Millionen Euro Umsatz im letzten Jahr. Alter. Mit einem 22 Jahre alten Spiel. Das ist ja, super. Ja. Nur mit dem Spiel? Nicht nur mit diesem Spiel. Ja, wir haben noch andere Produkte, aber der große, große Teil kommt von Tibia. Abgefahren. Wir haben noch Tibia Mobile Edition, ein laut Guinness Buch der Rekorde, das erste MMORPG für mobile Geräte. Also wir reden nicht von Smartphones, wir reden von Symbian Series 60. So geil, Major, Alter. So geil. Nice. So. Das war seiner Zeit um Jahre voraus. Gute Zeiten, ne? Da ist das Internet noch pro Sekunde abgerechnet. Ja. Du konntest das in Deutschland nicht spielen. Also du hast halt mehrere Euro pro Stunde gezahlt. Krass. Ja, und dann wollten wir auch noch ein bisschen was haben. Und das hat klar. Und das Spiel ist immer noch sehr aktiv. Also wir waren dann in Ländern, wo es schon immer Flatrates für Mobile gab. Brunei, Darussalam. Da waren ja komplett marktdurchdringend. Die haben alle Echt, unsere ja? Geil. Ja, Brunei, Darussalam. Also ich denke, jeder Teenager in Brunei, Darussalam, hat schon mal TBME gespielt. Geil. Bin ich mir ziemlich sicher. Aber die Anzahl, also das sind halt gar nicht so viele Leute. Ja. Aber ja. Zum Glück haben es ihren Kumpels in Indonesien erklärt. Hey, guck mal, da gibt es TBME. Und in Indonesien, ja, viele, viele Inseln, da ist nichts mit Kabel legen. Die haben es einfach von vornherein mit Funktechnologie gelöst. Und da gab es Telefone, also naja, solche halt, ne? Und da gab es Flatrates, fertig, Thema beendet. Und da ist TBME erfolgreich gewesen. Und TBME gibt's noch, es läuft noch. Wir konnten das nie auf Smartphones erfolgreich machen, so richtig. Weil dann, es war halt schon alt, als das Smartphones kam. Klar. Genau. Und das Neueste ist jetzt Panzer League, unser Mobile MOBA. Was jetzt ein sein, Mobile MOBA. Ein Mobile MOBA. Geil. Genau. Also ein MOBA, speziell angepasst für Smartphones. Mit, also die gesamte Game Design Steuerung, alles ausgelegt auf Mobile. Können wir uns gleich gerne mal anschauen. Können wir später machen, ja. Ja. Tibia, ich erinnere mich, hatte damals als eins der ersten, zumindest MMOs, die ich gespielt habe, die super, super böse, nervige Angelegenheit, die mich super begeistert hat, dass ich mein Stuff verliere, wenn ich getötet werde. Tibia ist hardcore. Tibia ist echt hardcore. Und das ist wahrscheinlich auch seine größte Stärke. Ich meine, es ist 2D-Pixel-Retro-Look. Ja. Also das war damals State of the Art. Ja. Aber 22 Jahre später... Jetzt ist wieder Retro. Wir haben mitdefiniert, was jetzt Retro ist. Ja. Ja. Es ist hardcore. Und diese Nische hat sich Tibia über 22 Jahre erhalten. Und unsere Tibia-Spieler sind die Treuen. Und dann kommt wieder ein neues MMORPG auf den Markt. Und dann gehen die mal kurz vor dem Probemonat rüber. Und dann kommen die nach einem Monat wieder und sagen, Kindergarten. Ja? Und dann gehen die wieder in Tibia rein und sagen, okay, jetzt mal Thrill. Also jetzt mal, also, weil wenn du ein High-Level-Endgame-Character bist und halt einmal stirbst, dann hast du halt die letzten 2-3 Monate Grind in den Sand gesetzt. Ja. Heftig, ja. Also und heftig. Auch mit PvP und Gildenkriegen und also... Habt ihr durchgehend PvP? Je nach Server-Typ, ja. Also es gibt den normalen PvP, da kann man PvP einfach auf der Welt machen. Es gibt den, kein PvP. Und es gibt den, hey, richtig PvP. Also wir wollen euch echt, dass ihr die Köpfe einhaut. Ihr macht auf sich aber nichts außer PvP. Ja? Es gibt Kill-Bounties auf alles, was ich bewege. Oh, scheiße. Ja? Und alle 3 Server-Typen haben ihre Berechtigung. Also es gibt sogar noch mittlerweile mehr, aber Details. Und die Spiele lieben es. Also gerade dieses Spiel lebt davon, dass die Community untereinander sich beschäftigt. Ja, also irgendeiner kann irgendwen immer nicht leiden. Hey, hier ist der Gildenkrieg. Ja. Also ihr könnt formell Sachen machen. Ihr könnt um Vorherrschaft auf diesem Server kämpfen. Ihr könnt euch in Highscores hocharbeiten. Ihr könnt miteinander reden. Ihr könnt Freundschaften machen. Ja, ich meine, oh Gott, wie viele Leute schon geheiratet haben, weil sie sich nicht wieder kennengelernt haben. Ja? Da kriegen wir auch regelmäßig eine E-Mail. Also dieses Spiel lebt komplett von seiner Community. Werden die auch eingeladen auf Hochzeiten? Weiß ich nicht. Fände ich ja nur angebracht. So ein kostenloses Buffet für alle. Wie viele Entwickler seid ihr? Also mittlerweile sind wir knapp 90 Personen. 90 Personen also arbeiten bei Zipsoft. Also inklusive... Wären mehr Leute als meine Hochzeit gewesen, aber finde ich gerechtfertigt. Also alles in allem, inklusive
Geschäftsführer sind wir knapp 90 Leute. Und wir versuchen so ein bisschen mehr zu werden. Das ist ein gutes, gut, dass du das jetzt ja, ansprichst. Gut, dass ich das anspreche. Ihr sucht Mitarbeiter. Richtig, genau. Aktiv. Aktiv. Händeringend. Händeringend, ja. Also was sucht ihr denn? Also tagesaktuell. Oh, wir suchen eine Senior Game Designer, Schrägstrichin. MBD. Ja, genau. Nein, männlich, weiblich, divers. Genau, Best richtig. Jobs. Es ist nur so schwer auszusprechen. Ja. Game Designerin. wir suchen einen C-Sharp-Programmierer für ein Produkt, was sich gerade in Entwicklung befindet. Wir suchen einen Programmierer, grundsätzlich, genau. Wir suchen immer Programmierer. Das hat die Geschäftsführung beschlossen. Wir suchen immer Programmierer. Grundsätzlich? Ja, immer. Sehr gut. Weil da ist der Haken, wirklich richtig gute zu finden, ist schwierig. Ich weiß, dass viele, viele Programmierer und auch viele angehende Designer unter euch sind. Wenn ihr euch hier nicht bewerbt, bin ich persönlich pisst auf euch. Genau. Ernsthaft. Ja, also meint das ernst? Im Chat steht die URL, die ist wirklich super aktuell. Genau. Da geht kann man nachschauen. Da steht auch alles drauf, was man wissen muss über uns und wie man da reinkommt. Ja. Hab ich schon die Vermittlungsprämie erwähnt? Nein, aber bitte, die finde ich also, grandios. Die findest du grandios. Also wenn der, die finde ich wenn fantastisch. Ich nehme jetzt ihn. Wenn der Steve jetzt sagt, Leute, bewerbt euch mal bitte bei Zipsoft. Ja? Und ihr müsst alle meinen Namen angeben. Genau, richtig. Und wenn die Leute in der Bewerbung jetzt schreiben, ich habe im Stream von Pixelmanics und speziell dem Steve gehört von euch und ich bewerbe mich jetzt bei Zipsoft. Und diese Person kommt euch, also bewirbt sich und kommt durch den Bewerbungsprozess und übersteht die Probezeit, dann kriegst du 2000 Euro. Alter. Also, Alter, bewerbt euch da alle und seid gut. Und schreibt rein, ihr habt vom Steve gehört. Genau. Tut mir leid, du bist drauf, Steve von Fixed Manics, ja, er genau. Klarteilig. Ich bring ihn dazu. Nein, ernsthaft. Also, also jeder kann quasi Leute, wenn jemand anders kennt und sagt, hey, bewerbt euch doch mal bei Zipsoft und derjenige dann wirklich sagt, der hat mir gesagt, ich soll mich bei Zipsoft bewerben und dann wird derjenige genommen, da gibt es einfach nochmal 2000 Euro. Das finde ich super krass. Ja, es ist krass, aber es zeigt halt auch, wie händeringend. Also, gute Leute wachsen nicht auf Bäumen. Ja. Das ja, ist echt so, ja. Sondern kommen halt meistens aus irgendwelchen Universitäten raus oder sonstigen Bildungseinrichtungen. Das sind teilweise auch völlig autodidaktisch. Die Ultranats? Ja, gibt's auch. Ja. Und wenn die halt richtig gut sind, dann würden wir sie gerne haben. Also die Anforderungen, die Tipps auch stellt, sind vermutlich auch ein Tick höher als bei 14 Millionen Umsatz kann man das auch ruhig mal machen, gell? Ja, wir wollen auch wir wollen, dass die Leute selbstständig arbeiten können bei uns. Mhm. Und die kriegen dann auch relativ viel Freiheiten. Also da bemuttert sich keiner den ganzen Tag. Und dementsprechend müssen die halt auch drauf sein. Ja. Leute, ich möchte, dass ihr euch hier bewerbt. Ja, genau. Auf euch. So 500 Kilometer weit entfernt, was denn das? Kein Problem. Übernehmt ihr Umzugskosten? Das kommt auf den Kandidaten an wahrscheinlich. Umzugskosten nicht direkt, aber wir helfen bei der Wohnungssuche. Und falls es mit der Wohnungssuche nicht klappt, dann stecken wir die Person in ein Hotel. Okay. Und sagen, wir übernehmen jetzt mal 1, 2, 3, 4 Notfallswochen dein Hotel. Bist dann du, kannst du hier vor Ort suchen. Ja. Cool. Genau. Abgefahren. Ja. Also ich muss auch sagen, von allem, was ich über euch weiß, seid ihr ein fantastischer Arbeitgeber. Wir bemühen uns. Das ist Chefsache. Ja. Und also, klar. Ja, das ist unser das Hauptargument, wenn wir sagen, arbeitet bei Zipsoft, dann fragt einer, warum? Dann sagen wir, weil wir wirklich ein cooler Laden sind mit lauter kompetenten, netten Leuten. Kompetent, also ich glaube, nicht so cool wie wir. Ja, nee, natürlich. Aber vielleicht Definition. Kompetenter. Aber vielleicht kompetenter, das mag sein. Wir haben nicht in der gesamten Wohnung irgendwo Monitore hängen, die irgendwelche Statistiken anzeigen. Ja. Dafür habt ihr auch keine Wohnung wahrscheinlich. Nein, wir haben... sag ich nicht, wir waren früher in einer Jugendstil-Villa. Echt? Das hatte schon chill. Damn. War eine Jugendstil-Villa, Grillparty auf dem Dach und so, coole Sachen. Geil, aber wir wurden halt mehr. Und wir mussten dann halt leider in einem Bürogebäude. Ja, klar. Ja. Achso, ich dachte, jetzt habt ihr drei Jugendziele. Nein, wir haben keine drei Jugendziele. Wir haben erst daneben hochgezogen. Ja, genau. Wir haben ein sehr schönes Büro. Ist wirklich cool. Aber es ist halt ein Standard-Bürokomplex. Ja. Büro. Kann ja auch schön und werden. Und da passen, also wir sind 90 Leute, 100 passen rein. Und das ist auch irgendwo die Zielsetzung, wo wir gerne hinwollen würden, wenn wir so als Firma weiterhin so erfolgreich sind, wie wir gerade sind. Mhm. Ja. Dann wären so 100 Leute
das Limit oben. Aber so, so zwischen 90 und 100 ist noch Platz. Und wir würden da gerne noch ein paar einstellen. Und deswegen betreiben wir Werbung und sponsern Indie-Outposts und andere Veranstaltungen. Und wir gehen raus und halten Vorträge. Also ich halte lieben gerne Vorträge. Und wir gehen auf sämtliche Personal- und Recruiting-Messen von allen Universitäten hier in der Gegend und von professionellen, also so kommerziellen Recruiting-Veranstaltungen. Ja, ihr seid präsent, ja. Fähnchen! Ja. Also, in Regensburg fährt ein Bus rum mit einem dicken, fetten Drachen des Seins drauf. Ja, klar. Geil. Und Zipsoft, Computerspiele aus Regensburg. Hammer. Ja. Und super geil. Das ist halt schon der, das ist halt der Zipsoft-Bus. Und ja, wir hauen wirklich auf die Trommel und sagen, hallo, hier drüben, hier drüben, wir sind so cool. Furb sagt, laut Website wird gesucht, Game-Content-Designer, genau. Online-Spiele, yeah. Junior-Software-Entwickler in C-Sharp yeah. für Online-Spiele, Senior-Game-Designer für Online-Spiele, ja. Senior-Software-Entwickler ja. für Online-Spiele und Software-Tester und Web-Programmierer. Genau, ja. Hallo, das ist Menge, eine ordentliche Liste, ja? Das ist eine ordentliche Liste. Ja. Okay, aber jetzt machen wir mal Butter bei die Fisch. Ja. Matthias Rudi. Ja. Was genau machst du bei Zipsoft? Seit wann und warum? Also, ich bin seit 14,5 Jahren bei Zipsoft. 14,5 Jahre? Ja, ist schon eine ganze Menge. Ich bin gebürtiger Nürnberger. Und haben wir. Na, Servus, willkommen da. Grüße mir drauf. Deswegen bin ich auch da und hier, weil noch meine ganze Familie hier wohnt. Und ich bin dann eben, vor 14,5 Jahren habe ich mir angefangen, ja, ich will auch mal in die Spielebranche, weil es halt schon geil. Was hast du in der Zeit gemacht? Was hattest du damals gemacht? Also ich habe Informatik studiert an der Uni Erlangen hier. Okay. Als klassische Informatik, war dann Programmierer. Ich war kurz beim Fraunhofer-Institut in Erlangen für 1,5 Jahre. Hab da Sachen mit medizinischer Bildverarbeitung gemacht. Okay. Hab mir Algorithmen geschrieben, die Zellen in Zellen abstrichen finden und die Blümchen beim Wachsen zugucken. Und hab dann gesagt, Spiele wären geiler. Und hab mich dann beworben und bin dann halt bei Zipsoft gelandet. Ja. Und direkt dort? Ja. Also ich habe eine sehr geringe Anzahl an Bewerbungen geschrieben und bin dann bei Zipsoft gelandet. Als Programmierer und habe dann da jahrelang als Programmierer gearbeitet und bin dann aber immer so ein bisschen mehr Mädchen für alles geworden. Mhm, okay. Habe dann mit die Software-Test-Abteilung mit aufgezogen und mitgegründet. Wie viele Leute wart ihr, als du angefangen hast? Winde. 17? Wow. Also ich bin halt so Mitarbeiter Nummer 14 oder so. Krass. 15, 16, keine Ahnung, was in dem Bereich. Und bin dann, also ich war formell Programmierer, Teamleiter der Software-Test. Ich hab meine größte Spezialität besteht darin, immer irgendwie was Neues zu gründen und dann meinen eigenen Job wieder selbst abzuschaffen. War super. Ich hatte 4 Positionen gleichzeitig und die habe ich dann alle wegrationalisiert, solange bis ich dann nur noch eine hatte. Das war irgendwie immer komisch, aber na gut. Und, wie ist der, dann der war, wurde ich Arbeiter von heute tut? Der Teamleiter des sogenannten Innovationsteams, was dafür zuständig ist, Spielideen zu finden für zukünftige Projekte. Dann war ich 3 Jahre lang der Projektleiter für Panzer League. Also als entschieden wurde, wir wollen Panzer League entwickeln, basierend auf einem Prototypen, den wir eben schon hatten, wo ich auch daran beteiligt war, den zu entwickeln, haben wir gesagt, okay, Panzer League und Matthias, du machst die Projektleitung. Und das habe ich dann 3 Jahre gemacht. Dann hat mein Nachfolger übernommen, weil ich mich wegrationalisiert habe. Nicht ganz, aber ich bin dann wieder zurück in den Bereich Innovationsteam. Und dort bin ich jetzt der Teamleiter des Innovationsteams. Und für mich arbeiten Game Designer und Programmierer. Mhm. Und unser Job als Team ist es, gemeinsam sehr eng mit der Geschäftsführung zusammenzuarbeiten und Themenbereiche zu recherchieren und eben Spielkonzepte für neue Spiele von Zipsoft zu suchen, hauptsächlich zu suchen und möglichst schnell zu entscheiden, nein, das nicht. Ja, und halt hoffentlich ein cooles Konzept finden, wo man sagt, das ist ein cooles Spiel und das, also der Markt gibt vermutlich her, dass es kommerziell erfolgreich wird. Und wenn die Kombination passt, dann würde eine Produktentwicklung starten. Verstehe. Aber da wäre ich dann nicht dabei. Das heißt, ihr seid, um mal Buzzwords drauf zu klatschen, ihr seid Game Design, Rapid Prototyping und so ein bisschen Marktforschung mit dazu.
Das ist eine ziemlich gute Beschreibung. Cool. Ja, wir kriegen Unterstützung noch von unserem Marketing-Team, die machen auch Marktforschung. Aber wenn es rein um die Recherche geht, hey, cooles neues Thema. Zum Beispiel, Alexa, Amazon Alexa, Sprachassistenten, ja, sind in jedem Haushalt drin. Kann man damit coole Spiele machen? Ja. Das war die große Frage. Oh ja. Genau. Okay. Und das haben wir uns dann halt wirklich sehr genau angeguckt, dieses Thema. Was können die alles, was können die nicht, was kann man damit machen, wie kann man damit Geld verdienen, wie kann man damit kein Geld verdienen, jada, jada, jada. Und das haben wir uns halt angeguckt und mittlerweile haben wir halt gesagt, ja, nö, weil, also wäre schon toll, weil so überall gibt die Dinger, aber es hat noch keiner die wirklich zündende Spielidee gefunden. Ja. Hast du, es gibt einen Tom Clancy-Spiel für Alexa, habe ich gesehen. Irgendwie Jack Ryan Shadow Recruit. Nein, habe ich nicht ausprobiert. Es gibt die Skyrim Very Definite Super Edition. Ja. Was? Ja, ernsthaft. Das ist ein Skyrim-Spiel auf Amazon Alexa. Der Haken an der Sache ist ein bisschen, Alexa ist ultra region-locked. Also wenn du einen deutschen Alexa-Account hast und eine deutschsprachige Alexa, dann kommst du quasi nur auf den deutschsprachigen Bereich. Und es funktioniert auch nichts damit. Ja. Und wir. Jede deutsche Sprachassistentin ist scheiße. Siri auf Deutsch von der Sprachausgabe allein schon. Voll. Ja, die ist schwierig. Potenziell hätte man sagen können, wir haben uns das genau angeguckt und wenn wir jetzt eine geile Spielidee gehabt hätten, dann hätte man da was machen können. Aber wir haben bisher nur ein Praktikum gemacht, hatten wir Programmiererpraktikanten da und der hat auch ein lustiges kleines Spiel gemacht. Kann man auch spielen, also es ist veröffentlicht auf Alexa Skill Store. Das heißt Mein Turm. So ein kleines Aufbaustrategiespiel. Dunkler, böser Turm. Moment. Alexa, lad mein Turm runter. So, ihr habt jetzt ein paar neue Downloads. Ein Gottes Wuhus, er kennt Zipsoft, die sind aus Regensburg. Genau. Wuhu oder Wuju? Wuju. Ja, kommst du auch aus Regensburg, Gottes Wujus? Und Unrun Dead, moin. Moin. Biberlein, grüße dich. Biberlein hat gesubbt. Dankeschön. Nein. Nein. Er hat sich nur den Pixel abgeholt. Den Pixel geholt. So ein Troll. Ich nehme das Dankeschön zurück. Ah, aber doch, vor 2 Stunden hat er gesagt. Ja. Was, vor 2 Stunden? Ja. Oder? Nee, das war das letzte Mal. Das war auch das letzte Mal. Genau. Ja. Ja. Nee, war es nicht? Hey. Oder war es doch? Doch, muss es sein. Nee, ich komme aus Fürth, aber schon mal von Fürth. Fürth. Aber schon mal über deren Firma informiert. Ja, lieber Gottes Wujus, ich weiß nicht, wie viel du mitbekommen hast, aber Zipsoft sucht Mitarbeiter. Und wenn du denen sagst, dass du von mir geschickt wurdest. Nee, ernsthaft. Von ihm, Markus. Sehr gut. Jetzt habe ich hier echt was in die Welt gesetzt. Sehr gut. Okay. Wenn du einen Job suchst als Spieleentwickler, dann geh doch mal zu Zipsoft, weil die suchen nämlich Mitarbeiter, die sie auch bezahlen können tatsächlich, weil sie haben 14 fucking Millionen Umsatz gemacht im letzten Jahr. Ja. Das ist eine Zahl, die geht nicht in meinen Kopf. Das sind zu viele Nuller. Die Nullen kommen schon hier raus. Forbes sagt, Tibia war, by the way, mal ein Einstieg in die MMO-Welt und später über OpenTibia-Server. Böses Wort. Erstbildungspunkte mit Programmieren und Game Design gelangt. Ja. Wer ist denn... Na, genau solche Leute, der überlegt sich jetzt mal, was er kann. Ich weiß nicht, ob es er oder sie ist. Entschuldigung. Die Person überlegt sich, was sie kann, schaut auf unsere Webseite, bringt es mal in Einklang und sagt, hey, ich kenne Tibia, ich kann programmieren, ich kann ein bisschen Game Design. Ah, hallo, hier drüben. Dann schauen wir uns das sehr genau an. Siehst du? Ja. Genau. Wer ist denn jetzt mal auf blöd, wer ist denn im Chat Entwickler, ob Designer oder Programmierer? Sag doch mal, Programmierer oder allgemeine Tech-Industrie, was macht ihr denn überhaupt? Was macht ihr denn? Wer ist denn Programmierer? Ich teste gerne, bis es kaputt ist. Yes! Yeah. Wir geben Leuten Geld dafür, damit sie das tun. Ich teste gerne, bis es kaputt ist. Ja. Wir haben eine Software-Test-Abteilung in der Firma. Da sitzen 5 Vollprofis drin, Vollzeit, die das auch gelernt haben. Und testen alles, also sämtliche Software, die Zipsoft entwickelt, sämtlichen Game-Content, den Zipsoft entwickelt, testen die durch vor der Veröffentlichung, um zu gucken, ob die Qualität halt passt. Danke, die machen einen super Job. Nein, das sind super Leute. Also es ist ein gleichzeitig befriedigendes und störendes Gefühl, wenn jemand deine Sache kaputt macht. Ja, ja, nein, aber es sorgt dafür, dass die Qualität, die wir dann an unsere Kunden rausgeben, einfach deutlich besser ist. Absolut, ja. Firesplash, vielen Dank für den Sub. 16 Monate. Dankeschön. Mann, Dankeschön. Und moin. Und moin. Hier, schau mal. Unrun Dead, Firesplash, Lady Vampire, Is Grimur,
Webentwicklung. Lady Vampire, lauter Entwickler. Ja. Lorek macht nur noch. Ah, ist Erfahrung in Unity, auch gut. Oh. Ich möchte Games Engineering studieren. Ja, machen die in München, oder? Games Engineering. TU München. Ja, ich glaube, ja. Das ist ein Informatikstudiengang, ja. Spezialisierung ja. Games. Ich mache es lieber reproduzierbar kaputt. Ja, umso besser. Ja. Das ist genau das, was man braucht. Ein gewissen Das ist der Skill dabei. Ja. Ein Gespür für Destruktion. Ja, ja einfach random auf Tasten hauen. Die Entwickler, nicht. Programmierer, Game Designer, Content-Entwickler, die bauen was und sagen, oh, ich will, dass etwas funktioniert. Ja. Ja? Und die Software-Tester denken sich, also ich glaube, dem es funktioniert. Aber ich will schauen, wo es nicht funktioniert. Ja, das ist eine gute Kombination. Das ist ein Skill, ja. Nein, ich schlafe nur im Büro, die Leute, gibt es in der Spielebranche das Klischee, da stellt man irgendwelche schlecht bezahlten Studenten ein, ja, und die testen dann nonstop den Game-Content durch den ganzen Tag und ja. Das ist voll doof und öde, ja. Aber irgendwie anders kriegt man die Fuß nicht in die Tür in der Spielebranche. Ja, das ist ja, Quatsch. Quatsch. Nein, Quatsch. Bei Zipsoft sind das Profis, 40 Stunden die Woche Profis, die das teilweise sogar gelernt haben und ja, dediziert sich das Überlegen, wo muss ich nachgucken, ob das die Qualität hat, die wir ja. haben wollen ja. oder nicht. Ja? Und es ist ganz abhängig. Ich meine, klar, die spielen auch Tibia, die spielen Panzer League, questen rauf und runter, probieren die Matches aus, haben ja. PvP-Matches, aber die testen genauso gut das Support-Tool, das Zahlungssystem. die testen klar. halt alles. Wie viele Leute habt ihr in der QA sitzen? Ich glaube 5. Ordentlich. Wenn nicht sogar 6. Aber aufgrund der Tatsache, dass eine davon gerade einen ganz dicken Bauch hat, weil da 2 kleine Kindlein drin sind, suchen wir halt 2 kleine Kinder, aber Hunger gehabt. Ja. apropos Kinder, ja. Ja. Ihr sucht auch Kinder. Nein, wir suchen keine Kinder aber günstiger. Die Firma unterstützt das Ganze, wenn Mitarbeiter Kinder kriegen. Also das ist ziemlich relaxed bei uns. Und es gibt auch, um genau zu sein, zahlt die Firma die Hälfte des Kindergartenbeitrages. Weil wir halt sagen, weißt du, wenn ihr es schafft, die Kinder zu kriegen und dann ja. zu haben, super Sache. Ja, ja ich meine, wir sind gerade alle im ähnlichen Alter, das Kinder sind gerade voll im Trend bei uns, ja, auch die Geschäftsführer haben alle Kinder. Und wenn ihr dann halt ein Kind habt und dann halt nach einer gewissen Zeit wieder sagt, okay, jetzt ist das Kind in der Krippe oder im Kindergarten und ich kann halt wieder Halbzeit arbeiten oder Ganzzeit, dann sagt Zipsoft, cool. Ja, klar, das wir, ist voll super. Wir nehmen klar, also die ja. Hälfte der Kosten. Ja. Ja. Und super, ist, ja. Das ist ordentlich. Kann es auch so ein bisschen von der Steuer absetzen. Also ja. ist dann, ne, aber Deal, ja. aber man kommt sich da entgegen. Also kinderfreundlich, ja. auf jeden Fall. Wir haben diverse, auch weibliche Mitarbeiterinnen, die jetzt in den letzten Jahren Kinder bekommen haben. Überhaupt kein Ding. Wir haben auch männliche Mitarbeiter, die Nachwuchs bekommen und die dann eine Zeit lang fehlen. Ich hatte auch Elternzeit, habe das sehr genossen, 2 Monate lang zu Hause zu hocken und dafür zu sorgen, dass der kleine Woody halt kleine Woody. Sehr schön. Ja, ja ihr, okay. es herrscht hier großer Zuspruch für die Firmenpolitik. Finde ich echt gut. Ja, finde ich auch sehr angenehm. Ja, ihr seid meine größten Fans heute, glaube ich. Absolut. Ey, nee, ich finde es echt geil. Braucht ihr einen Job? Wenn ich gefeuert werde, melde ich mich, ja. Ja, ist okay. Und ich habe dich angeworben und ja. andersrum genauso. Ja, genau. Wir könnten eine Scheinfirma auf den Cayman Islands anmelden, die uns beide angeworben hat. Oh ja. Nur um sicher zu gehen. Ja. Ja, aber im Chat kommen ein paar Wortmeldungen und sagen, hallo, ich kann ein bisschen entwickeln oder habe damit was gemacht. Ja. Gucken, ob einfach die Kenntnisse zu unseren Anforderungen passen und Regensburg ist halt auch schon eine schöne Stadt. Ja. Regensburg ist echt eine schöne Stadt, das ist wahr. Ja. Ja, der nördlichste Punkt Italiens. Ja. Der nördlichste. Ja, schon sehr chillig. Nein, also im Sommer in der Regensburger Altstadt abzuhängen, das ist schon echt chillig. Also, Regensburg ist echt eine schöne Stadt, da. Ja. Hat auch eine der höchsten Kneipendichten Deutschlands. Ja. Auch sehr gute Kneipen. Also, ist eine Studentenstadt, kann man gut weggehen, kann man gut was machen, es gibt ein Kulturprogramm, ist eine coole Sache. Leider finden so viele Leute Regensburg gerade so cool, dass die alle hinziehen und die Immobilienpreise gerade so ein bisschen fragwürdig sind. Ja. Bin das ich ist auch das Einzige, was schade ist. Ja, das sind halt die schönen Städte, ne? Ja, das sind schöne Städte. Lady Vampire fragt, ob ihr auch Weiterbildungen für Mitarbeiter anbietet. Ja, klar. Oder allgemein Kurse für Interessierte. Ja, natürlich. Die Mitarbeiter haben ein sogenanntes Fortbildungsbudget. Das besteht aus Tagen. Ich glaube, 5 oder 7 pro Jahr. Okay. Und mehrere 1.000 Euro Budget pro Jahr. Geil. Und für die kann man schlichtweg einfach sich was aussuchen und sagen, ich würde gerne
auf die Konferenz fahren, ich würde gerne den Kurs machen, ich würde gerne das und das machen. Und wenn es dann nur ansatzweise irgendwie zu der Arbeit passt, ja, dann sagen wir, ist cool. Bitte, mach das. Ja, sehr beliebt. Auf die GDC in San Francisco fahren mit dem Geld. Das glaube ich. Ja, klar. Also ja, wenn ihr euch nicht bewerbt, mach ich's, Leute. Und, das und dann gibt es noch das zweite Budget für den Vorgesetzten, der sagt, der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin, um ihren Job erfüllen zu können, muss das und das können. Und dann schicken wir sie halt dahin. Dafür gibt es nochmal ein extra Budget. Wahnsinn. Genau. Und falls jemand im Testbereich ist, da gibt es ganz tolle Kurse und Zertifizierungen. Ich weiß leider jetzt den speziellen Namen nicht. Da geht es halt darum, professionelle Sachen zu testen. Und da schicken wir die Tester also halt immer wieder hin, weil da, also ja, geil. Ja. Hammer. Weiterbildung. Wir halten auch intern mal Schulungen. Gibt's auch. Wir laden auch gerne Leute an, kürzlich war. Wir hatten einen externen Game Designer da, der halt intern in-house eine Schulung gehalten hat über Thema Game Design und UI. Geil. Ja, 2 Tage lang. Ziemlich krass. Coole Sache. Super geil. Das kriegst du halt coole Sache auf jeden Fall, ja. Ja. Also Weiterbildung? Ja. Eindeutig, würde ich sagen. Ja, schon. Das ist ein eindeutiges Jahr, ja. Ist hier gerade so ein bisschen der Star-Citizen, der Spieleentwickler. Ja. So, ja klar, alles hier. Ja klar, natürlich. Ah, natürlich, das machen wir. Klar, du, klar, der Unterschied zwischen Zipsoft und Star-Citizen ist, ihr haltet, was ihr besprecht. genau. Also man kann mich da tatsächlich beim Wort nehmen. Es ist jetzt hier nichts, was ich da großartig übertreibe, sondern also wir machen das ja schon seit Ewigkeit. Ja, eben, wir machen das ja seit 22 Jahren. Und ich brauche nicht sitzen und irgendeinen Scheiß zu erzählen, weil das, nichts gegen Star Citizen. No Man's Sky, der spielt No Hate Show. Gegen No Man's Sky. Die kommen vielleicht auch irgendwann raus. Und dann nehmen wir sie ernst. Aber vorher noch nicht. Also ich muss sagen, ich vergesse jedes Mal das Wort Best Man. MVP? Mein Trauzeuge. Ach so. Ist ein großer Star Citizen-Fan. Ja, ist ja auch und, legitim. Hat mir zum Geburtstag das Gründerpaket irgendwie geschenkt. Mhm. Die sind echt weit an einem Punkt, wo ich mir denke, Alter, ich hätte nicht gedacht, dass sie... Das Framework steht. Ja, also ich hätte nicht gedacht, dass sie da jemals ankommen. Ja. Das ist schon heftig halt. Ja, aber es gibt dann noch nichts zu tun. Ja, es fehlt halt Content, genau. So, aber das Spiel an sich funktioniert. Es muss halt nur noch Content nachgeliefert werden. Ja, das ist wenig. Aber das ist, ja klar, natürlich, natürlich. Aber ich muss sagen, ich dachte nicht, dass sie da überhaupt ankommen, wo sie jetzt schon sind. Flammer 515 fragt, auf welches Spiel, das 2019 kommen könnte, /wird, freut ihr euch? Kommen könnte The Last of Us 2. Es gibt ja Gerüchte. Es gibt Gerüchte. Da freue ich mich drauf, Gerüche, wenn das kommt. Ja, ich mit einem freudigen und einem skeptischen Auge beobachte ich Days Gone. Ja. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher, was ich davon halten soll. Ja, ist schwierig, glaube ich. Da ich im Moment Destiny 2 völlig verfallen bin, geil. Habe ich keine Ahnung, was sonst. Ja, kann ich verstehen. Ja, also so ist das, kann man das spielen? Destiny 2 ist absolut. Ja? Destiny 2, also ich es trifft voll meinen Nerv. Gehört. Ja. Ich habe Destiny 1 habe ich gefeiert, aber ich hatte keine Crew dafür. Ja, ich habe meine Frau dafür. Ach geil. Ja, genau. Ja, okay. Und zu zweit halt einfach mal das, ist geil, das ganze Spiel zu sagen. Naja, ein Ego-Shooter von Bungie auf dem PC. Oh Gott, ich bin PC-Gamer, kein Konsolen-Gamer. Und Destiny 2 ist halt ein Bungie-Game auf dem PC endlich. Ja, die anderen liefen ja alle nur auf Konsole. Ja. Und geht voll ab. Und es triggert bei mir diverse... Oh mein Gott! Ja. Und ich meine, ich habe eine Frau und 2 Kinder und Familie und einen Job. Bleibt nicht so viel Zeit, aber die wird dann... Also es hilft, wenn die Frau mitzockt. Ja, die Frau zockt sogar mehr als ich. Echt? Ja, ich habe mir eine Frau angelacht, die mehr Computerspiele spielt als ich selber. Das hilft beim Zocken, ja. Ja, es hilft. Also ich meine, so krass. Hey, kennst du Witcher? Dann sage ich, ja klar kenn ich Witcher. Und welchen Teil hast du gespielt? Ich so, gar keinen. Weil ich spiele keine Singleplayer-Spiele. Okay. De facto nicht. Krass. Weil ich habe da jemanden halt in der Wohnung hocken, die sagt, kann ich mitmachen? Ja, okay, verstehe. Ja. Und wir spielen halt eigentlich nur Multiplayer-Games gemeinsam. Okay. Also online wie offline. Habt ihr A Way Out gespielt? Ja, als PC-Spieler. Ach, das gibt's doch auf PC. Ja. Nee, echt? Doch. Ich glaube schon, ja. Das müsst ihr unbedingt spielen. Okay. Vielleicht, das sind fantastische 5 Stunden. Was noch viel cooler ist, meine Kinder, die 2, entdecken jetzt auch die Welt des kooperativen Multiplayer-Gamings und die spielen gerade Starbound. Ach was, okay. Ja, nachdem wir Starbound früher gespielt haben, spielen jetzt die Kinder Starbound. Geil.
Ja. Super. Und der Große kann es auch lesen. Und also, ich meine, es wurscht, dass es Englisch ist, weil bisher konnte er nicht lesen. jetzt fängt er halt an, das alles zu lesen, was da steht. Und super. Und das wird das, das wird noch sehr lustig. Wenn die mal älter werden, das wird das wird. Yes. Das ja. ist super, ja. Ich glaube, so fängt man auch gut an, Englisch zu lernen. Ja, ja, ja. Ja, habe ich auch tatsächlich mit Spielen gemacht, ja, glaube ich. Ja, klar. Ich meine, hey, ich habe am C64 gezockt. Ich glaube, ich spiele immer auf Deutsch. Ja. Nein. Und dann hockst du halt da und wurschtelt sich halt rum. Ja. Ja. Ich sage immer, klar, C64 war so die Einstiegshürde, Englisch. Englisch lesen habe ich gelernt mit Rollenspielregelwerken. Ja. Englisch schreiben habe ich gelernt in Gaming-Foren. Ja. Und Englisch sprechen habe ich gelernt in Teamspeak. Geil, sehr schön. Nein, ernsthaft, ja, ich war in der Gaming-Community, also wir waren in einer Gaming-Community und international und Amerikaner, Holländer, Schweden, Briten, Russen, alle dabei, alle auf Englisch, Teamspeak nonstop. Außer die Franzosen. Doch, die reden schon auch Englisch. Die wollen halt nicht. Ja. Die Deutschen können nicht, die Franzosen wollen nicht. Ja. Aber der Rest der Welt, der macht es schon. Die Russen sind auch ganz cool dabei. Und ja. Bacon for Everyone fragt, ob in deiner Familie noch Platz ist. Er ist schon dünn. Ja, vielen Dank für dieses Kompliment, aber nein. Unreal Dead hat nichts explizit, freut sich aber auf jeden neuen VR-Titel. Ich hoffe, du hast Chromagun VR auf deiner PlayStation VR. Und ich hoffe, du hast eine PlayStation VR. Was ist eure Meinung zu Anthem? Habt ihr die Beta gezockt? War so, Ich habe gehört, dass es ziemlich viel Konsolen-Crashes gibt. Habe ich auch gehört, und ja. Und dass Konsolen sogar Hardware-Schäden davontragen. Von Anthem. Autsch. Ja. Destiny 2 hat die Grafikkarte meiner Frau gekriegt gestern. Echt? Ja, ja. Ach, ja, scheiße. Ja. Neues Alter, Update. Auf Dienstag. Großes neues Update. Erste Runde, neue PvP-Modus. Batsch. Oh. War halt irgendwie irgendeine Funktion drin, die meine die Grafikkarte nicht wollte. Jetzt habe ich zu Hause eine Zocker-Weibchen hocken, ohne Grafikkarte. Scheiße. Ja, genau. Das ist schlecht. Ja, die ist gerade... Ja. Die rollt gerade die Finger drauf, ja. Darf man sich die Kinder zum Zocken ausleihen? Nein. Ja. Wir haben schon eine ziemlich gute Kontrolle drüber, was die spielen. Kinder sind süß, solange man sie zurückgeben kann. Geil, ne? Voll geil, ja. Die kommen dann zu Leuten wie mir und die sich denken, fuck. Meine Couch ist 50 cm zu weit weg von der PIS-PSV-Kamera. Ja. Dann schiebst du sie 50 cm weiter vor. Oder die Kamera. Ja, also das ist wohl das geringste Problem. Wenn du mir das VR-Headset für die PS4 Pro schenkst, spiele ich das. Wenn du dir dafür 200 Mal Chromagun VR kaufst, bin ich dabei. Der Kratzbaum. Ja, da muss der Kratzbaum halt weichen. Vielleicht sieht die Kamera dich nicht wegen dem Kratzbaum. Paddy, grüße dich! Moin! Alex. Hallo! Hallo. Warum Alex? Wer ist Weil Alex? Der im Chat ist. Achso. Ja. Ah, okay. Grüß doch mal Markus. Wir grüßen nur Hallo. Leute, die im Chat sind. Weil Steve ist auch im Chat. Achso. Eindeutig. Well played, Steve. Ich komme mit einmal Chromagun VR entgegen. No deal. Also. Aber nah dran. Okay, jetzt mal zurück zum Thema, weil wir verrennen uns schon wieder. Ja, ist schon geil. Aber das welches ist Thema? Super. Welches Thema? Was für ein Thema? Also. Du hast vorhin erwähnt, und das fand ich super interessant, dass du, und jetzt bitte alle aufpassen, ja. Du hältst Talks über, ja. Wie man sich richtig bewirbt. Ja, genau. Kurze Vorgeschichte, ich bin bei Zipsoft schon lange Teil des Bewerbungsprozesses. Obacht, genau. Obacht, genau, Obacht geben, länger leben. ich habe früher ganz viel Bewerbungen von Programmierern gesehen, ich habe auch diverse Programmierer eingestellt, mittlerweile bin ich für die Game Designer zuständig und gerade im letzten Jahr 2018 habe ich diverse Bewerbungen gelesen, wo ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe und gesagt habe, Leute, schreibt halt, also, ach, euer Bewerbungsschreiben ist halt einfach nicht gut. Ja, wie soll ich denn beurteilen, ob ihr gut seid? Wenn euer Dokument einfach so ist. Ja? Und dieses ganze hat sich bei mir angestaut und es ist draus geworden ein Vortrag mit dem Titel Richtig bewerben. Ja? Und den trage ich gerade hinaus in die Welt. Und sehr habe geil. Ihn schon in München bei Talk and Dev gehalten und ich werde ihn demnächst wieder bei den German Dev Days halten. Und da steht halt drin, was aus meiner Meinung nach und was aus Zipsoft Meinung sinnvoll ist für ein Bewerbungsschreiben. Also was da drin stehen sollte, damit wir euch gut beurteilen können, was ihr könnt und was ihr nicht könnt. Und natürlich, es ist der Teil dabei. Also ich rante auch gut ab über halt so ein paar echte Dummheiten, die man machen kann. Ja, ja? Finde ich gut. Ja. Darf ich eine meine Nummer eins für die Top-Dinge, die Bewerber falsch machen, wenn sie sich bewerben,
wenn du ein Artist bist, schick Art mit. So, das in welcher Form auch immer. Irgendwie irgendwas, was mir zeigt, dass du was machst. Weißt du, warum nur auf Artists beschränken? Ja, okay, also, das ist ein Argument. Ich schicke immer Beispiele. Hast du eine Projektliste? Ja. Großes Fragezeichen. Ja. Ja, dann her damit. Eure Projektliste. Was habt ihr denn gemacht? Ja. Ja, zeigt mir doch bitte eure Projekte. Was ist das? Was macht das? Hat das ein Screenshot? Hat das ein Video? Kann ich da draufklicken? Ist das veröffentlicht? Kann ich das zocken? Ist das ein Browser-Game? Kann ich sofort spielen? Ja. Bring it on. Ne? Erzähl dir was. Programmiert, Game Design, Art gemacht, Projektleitung gemacht, was auch immer. Erklär es mir. Schreib's doch bitte in eine Projektliste rein. Portfolio, geiler Scheiß. Ja? Ja. Und wenn ihr sagt, ich habe nicht so viel, dann schreibt halt wenigstens das rein, was ihr habt. Und wenn ihr habt, ich habe ganz viel, dann schreibt halt die wichtigsten Projekte in die Bewerbungsunterlagen und unten drunter einen coolen Link. Cool, ich mag Links. Ich klicke echt auf jeden Link. hier ist mein Online-Portfolio. Alles. Und dann klicke ich da drauf. Also wenn ich die Bewerbung interessant finde, dann bin ich der Erste, der sagt, ich klicke da drauf. Und dann schaue ich mir das an und browse da ewig durch und schaue mir an, hey cool, das gemacht, jenes gemacht. Aber schreibt doch bitte, wenn ihr Bewerbung habt, Projekte in der, also Zipsoft, aber wahrscheinlich auch im Rest der Spielebranche, eure Projekte zeigen, was ihr könnt. Die sind Gold wert. Ja. Ist prima. Ja? Und wenn es nur Hobbyprojekte sind, Studienprojekte, egal. Ja. Schreibt alles, rein, was das zeigt, alles, was man irgendwie alles, kann. Oder absolut, ja. Alles, ja. Ich muss auch sagen, sag mir, wenn du das anders machst, wenn ich eine Bewerbung bekomme, dann mache ich das, dann gehe ich diese E-Mail folgendermaßen durch. Ich scanne nach einem Anhang. Ja. Wenn da ein Anhang dabei ist, der nicht Bewerbung oder Lebenslauf heißt, oder wenn da Links drin sind, klicke ich da zuallererst drauf, bevor ich irgendwas lese. Ja. Ich lese, sehr geehrte Pixelmaniacs, bla, okay, Link, klick. Ja. So, jetzt ist da das Portfolio. Cool, super. Ja. Jetzt schaue ich mir das Portfolio durch. Wenn das cool ist, lese ich mir den Text durch in der E-Mail. Wenn der Text in der E-Mail anständig ist, schaue ich mir vielleicht noch aus Spaß die Anhänge an. Mhm. Wenn ich gut drauf bin und ich mich mit Kollegen über euren Lebenslauf lustig machen will, dann klicke ich euren Lebenslauf an. Ja, und dann machen wir uns über eure Schulnoten lustig. Das machen wir. Weil dann lüge ich gar nicht. Das machen wir nicht. Wir machen das. Ja, ich bin da ehrlich. Wir machen das. Wir machen uns offen über eure Schulnoten lustig, weil wir auch alle scheiße in der Schule waren. Und wir machen uns auch darüber lustig, wenn ihr nur Einsen hattet, dann erst recht, Scheißstreber. Also ja, wie läuft es bei euch ab? Also erstens, wir schreiben mal auf unsere Webseite und sämtliche Aushänge immer drauf, wir wollen das und das. Ja, und wenn das und das und das nicht dabei ist, also dann schreiben wir, das Erste, was wir zurückschreiben, ist, es fehlt noch jenes. Ja. Ihr schreibt aber tatsächlich zurück. Ja, schon. Also ja, vielen Dank für deine Bewerbung. Es fehlt deine Projektliste. Ja. Es fehlen deine Gehaltsvorstellungen. Es fehlt, woher kennst du uns eigentlich? Gehaltsvorstellungen wollt ihr auch haben? Ja, wir wollen eine Gehaltsvorstellung haben. Ja. Es gibt auch eine schöne kleine Liste, was wir alles haben wollen. Und schickt uns das halt bitte. Lest das halt bitte komplett vollständig durch und dann schickt uns das halt bitte. Weil das erspart uns dann nachzufragen. Weil ja, wir fragen nach. Wir fragen, also wenn die Bewerbung nicht komplett offensichtlicher Schrott ist, ja, sondern grundsätzlich mal eine formell korrekte Bewerbung, dann sagen die, oh, dann schickt es halt mal bitte. Ja, weil wir wollen es haben. Ja. Und erst wenn es vollständig ist, dann geht es halt an mich, an den fachlichen Beurteiler. Ja, das Personalbüro kümmert sich um die formellen Sachen und ich kümmere mich dann um den fachlichen Teil. Ich meine, das kümmert sich ja auch schon mal um den Fakt, dass die Leute erstmal lesen können, ne? Ja, geil. Und vor allem dann halt auf Deutsch. Wir schreiben explizit rein, schreibt die Bewerbung bitte auf Deutsch, weil Deutsch ist bei uns Firmensprache. Ja. Und dann, dann kommt da halt wieder eine englische Bewerbung rein und mit dem englischen Lebenslauf und englisches Anschreiben und dann steht da halt nirgendwo Zipsoft drin. Und dann denkst du dir halt, da hat jemand eine E-Mail-Adresse gefunden. Ja, und genau. Hat die dann halt so löscht das halt auch nicht. Ne? Sein Bot parsen lassen und dann... Ja, und ich persönlich schaue mir das relativ genau an. Ich denke, ich gebe relativ viel Zeit für jede Bewerbung aus. Also ich bin da wirklich ausführlich und ziehe mir das durch. Die ganzen Dokumente, die E-Mail kann kurz sein. Das Motivationsschreiben ist uns wichtig. Ein ordentlicher, übersichtlicher Lebenslauf ist uns wichtig. Eine Projektliste, yes, das ist das Allerwichtigste. Und ja, wir wollen Arbeitszeugnisse und Schulnoten sehen. Die sind aber halt so, mal so eine grundsätzliche Einschätzung. Ja. Aber die reißen es jetzt nicht raus, ja. Arbeitszeugnisse zu lesen ist ja eh immer. Ja, gut, ja, klar. Schwierig. Ja. Projekte. Ich war zuständig für das Game Design in folgendem studentischen Projekt. Ja. Genau, und dann schreiben wir zurück, ob uns das halt gefällt oder nicht. Und wir schreiben immer zurück. Also wir antworten immer. Wir lassen es nicht einfach versanden. Du kriegst von uns eine Rückmeldung. Schön. Du kriegst zumindest eine. Das ist super. Nein. Ja. Vielen Dank für dein Interesse. Ja. Aber es ist angekommen, aber mach dir bitte nicht. Nein, also die Standard. Ja, ja. Also es kann sein,
deine Fähigkeiten erfüllen nicht die Anforderungen. Ja. Ja? Oder wir haben uns einfach für jemand anders entschieden. Ja. Das sind die beiden Standardaussagen. Ja? Und ansonsten, wenn du weiterkommst, kriegst du bei uns eine Testaufgabe. In allen Bereichen. Ja, Programmierer, Game Designer, Software-Tester, Produktmanager kriegen alle eine Testaufgabe. Die sind knackig. Da, Halleluja. Da. Hast du so eine Testaufgabe da? So einfach grob ungefähr, was muss man da erwarten? Was muss man da erwarten? Nein, ich möchte sie eigentlich... Moin, Propan, Ben. Ich möchte sie nicht weitergeben, weil das... Okay. Also, ja, darf natürlich intern sein. Klar. Nein, es ist halt für die Programmierer ist das halt eine kleine, knackige Programmieraufgabe. Es ist wirklich klein, aber da musst du schon wirklich Hirnschmalz reinstecken. Für die Game Designer genauso. Die kriegen halt drei Aufgaben für... Na, so eine Vorgabe, das und das und das, mach da mal ein kleines Game Design dafür. Mhm. Oder hier, das und das und das und das, mach da bitte ein kleines Balancing dafür. Ja. Oder hier, das und das und das, schreib mal was zum Thema Monetarisierung dazu. Ja, wir machen nur Free-to-Play-Games, ausschließlich. Also, nein, also, es ist sehr wahrscheinlich, dass Spiele, die wir machen, Free-to-Play monetarisiert werden, ganz einfach. Und, hier mach mit der Monetarisierung was. Verstehe, ja. Oder für Artists, ja, Klassiker, mach mal bitte folgendes Model. Klar. In dem Fall, mach mal einen Panzer. Hier sind die Concept Arts. Mhm, wenn du 3D-Artist bist, model den halt mal. Auf dem und dem Niveau. Ja, ah, oder, okay. oder Concept Art. Wir brauchen Concept Art für einen futuristischen Panzer, der halt das und das und das. Und für die Software-Tester genauso. Mhm. Ja, hier hast du, überleg dir mal bitte, was an folgender Webseite kaputt sein könnte. Okay. Ja, und die muss man erfüllen. Also da muss man Hirnschmalz reinstecken. Da filtert sich Spreu von Weizen, trennt sich da. Und dann, wenn man das auch noch schafft, dann wird man eingeladen. Und dann muss man halt durch ein Interview durch. Wo ja quasi nur noch die Soft Skills dann... Ja, nein, auch das fachlich. Also da wird gegrillt ordentlich. Echt, ja? Ja, ja, das geht tief rein. Und wenn man das dann auch noch schafft, dann wird man zum zweiten Interview eingeladen und da hockt man dann mit zwei Geschäftsführern, die auch nochmal sagen, passt der oder die echt jetzt wirklich in unsere Firma? Ja? Und... Ihr kriegt keine Mitarbeiter, das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ja, wir wollen ja Mitarbeiter, die was taugen. Ja, die fallen alle durch. Ja. Hey, unsere Anforderungen sind das ist ja richtig. Relativ hoch. Wir haben aber halt auch gezeigt, die Leute, die wir dann einstellen, die haben es dann halt echt drauf und die bleiben dann relativ lange. Und das Firmenklima ist halt die Engländer singen im Chor. Deswegen hast du auch ein Hawaii im Tann. Ja, also... Das ist, weil er einfach so entspannt ist. Ja, so gehe ich auch in die Arbeit im Sommer. Aber ohne das T-Shirt drunter, nehme ich an. Ja, natürlich. Aber kurz entschuldigen? Entschuldige dich mal. Entschuldigung, cool. Du bist nicht entschuldigt. Genau. Ich entschuldige mich selbst. Das ist der Prozess bei Zipsoft. Klingt hart, aber rewarding. Ja, hoffe ich doch. Wer braucht heute noch Leute mit Fachwissen? Ja, eigentlich braucht man eigentlich nicht, ne? Ja, mit diesem ganzen Bullshit-Bingo, was man so oft hört, brauchen wir bei uns nicht ankommen. Wie meinst du? Naja, wenn irgendeiner nur Phrasen um sich schmeißt, ja. Ach so, klar, ja. Und die neuesten Hyper-Buzzards, Blockchain, und dann aber halt nicht, also klar, wir kennen uns halt mit Blockchain aus, halt jetzt wirklich. Arbeitet ihr mit Blockchain? Ja. Ach was, okay. Ja. Jetzt bin ich gespannt. Letztes Jahr war ich auf der GDC. Ja. Und warst du letztes Jahr auf der GDC? Nein, ich war nicht auf der GDC. Okay. Ich war letztes Jahr auf der GDC und es waren bestimmt die Hälfte aller Passanten, die an mir vorbeigelaufen sind, haben mir irgendeinen Flyer in die Hand gedrückt und gesagt, we're trying to integrate blockchain into games if you're interested. Ja. Das ist mir, ich habe so einen Hals gehabt, ja. Ja, es ist halt gerade der wie? Halb des wie Jahres. Genau? Wie? Noch hat es keiner rausgefunden, wie es wirklich geht. Ja. Genau. Noch denken alle, es ist halt voll geil. Damals, ich meine, es gibt immer irgendeinen Hype. Ja, vor ein paar Jahren war es Virtual Reality. Ja. Virtual Reality, wir machen was, Virtual Reality. Wenn du jetzt letztes Jahr auf der GDC warst, was haben die Virtual Reality-Entwickler gesagt? Ein bisschen noch, aber nicht die waren viel. Das waren so die Hardcore... Ordentlich geerdet, und übrig geblieben sind die Idealisten. Genau, die Hardcore-Idealisten, Wir halten durch. Wir müssen nur dabei bleiben. Wir müssen nur dabei bleiben, genau. Also da gibt es immer halt irgendeinen Hype. Ja, vorher waren es halt andere Hypes. Es kommt immer irgendein Hype, der ist gerade ein Riesenhype. Sagte er vor zwei Wochen ein VR-Spiel released habend. Nichts gegen VR. Unrun Dead, nichts gegen VR, klar. Also ich finde VR geil. Aber, nenn mir mal bitte eine Firma, die mit VR
jetzt echt Geld verdient. Also so richtig, nicht nur so ein bisschen Geld, sondern so richtig so viel Apple Geld. Ja, nicht Apple-Geld, sondern halt mal... Zipsoft-Geld. Ja, halt nicht... es klingt jetzt etwas abwertend. Indie-Kleinst-Studio-Geld. Nicht Pixelmaniacs-Geld. Ja, sondern einmal ein bisschen mehr Geld. Ja? Das Kappa hättest du dir sparen können, Firesplash, danke. Ja, und dann, wenn man da halt nicht nur einen findet, sondern halt mal ein paar mehr, da kann man sagen, okay, die Technologie hat sich irgendwo durchgesetzt. Klar, du, absolut, ich bin bei dir. Und jetzt wieder zurück zur Blockchain zu kommen, da ist halt gerade so, geil! Hat irgendeine Ahnung, was wir damit machen? Nein! Ja. Kriegen wir damit Investorengeld? Ja! Das ist genau das halt der Punkt. Und, genau. Und, ja, okay, ist okay. Und was macht ihr mit Blockchain im Spiel? Wir wollen ein... Also die meisten... Also mein Eindruck von dem Markt da draußen ist, die meisten Spiele, die Blockchains verwenden, versuchen das zu verwenden, um virtuelle Gegenstände unter Spielern handelbar genau, zu machen. Genau, das ist das Einzige, was ich bis jetzt mitbekommen habe. Ja, da kommst du sehr schnell in Kontakt mit der BaFin, der Bundesagentur Finanzaufsicht oder so. Okay. Ja, weil das in Deutschland sehr krass reglementiert ist, was du mit Finanzprodukten alles machen darfst und was nicht. Oh, okay. Ja. Und da solltest du dich wirklich in Deutschland sehr gut informieren, was du eigentlich treibst. Weil wenn du Kombinationen machst, dann kommt die BaFin vorbei und sagt, nee. Und wenn die BaFin halt nee sagt, dann wird es teuer. Ja, verstehe ich. Ja. Also echt richtig arschteuer. Oder sie sagt, du brauchst eine Banklizenz. Genau. Okay. Genau. Für ein Spiel. Und halt, es gibt andere Länder auf dieser Welt, wo das einfach ist. Die Schweiz zum Beispiel. Und es gibt diverse Leute auf der Welt, die einfach sagen, ich habe doch keine Ahnung von irgendwelchen Finanzregeln. Ich mache einfach meinen geilen Scheiß. Klar. Was der Regierung halt meistens egal ist. Ja. Also die Fed kommt da, nein, wie heißt die? Die SEC in Amerika. Die hat auch so ein paar Leute mittlerweile. Klar. In den Augen. Okay, also man kann da ganz viel, ganz, ganz, ganz schnell, kann man da ganz schnell einen halben Fuß in den Knast kriegen. Ernsthaft. No shit. Also, das glaube ich. Das glaube ich sofort. Ja. Und hey, Bad Girl. Also, genau. Hallo. Ich fahre jeden Morgen bei der BaFin vorbei. Ja, ist cool. wir haben Schreiben von der BaFin schon bekommen und haben die gefragt, können wir das und das und das machen? Und sie haben gesagt, ja. Mit einer Banklizenz. Nein, ohne Banklizenz. Okay. Ja? Mal kurz das Fenster genau. auf. Oh ja. Also wir wollen, klar, der Handel von virtuellen Gegenständen ist interessant. Es geht darum, quasi zu sagen, okay, dieser Gegenstand ist unique deiner. Es ist unique deiner und du kannst den potenziell an jemand anders für Kryptowährungen, die ja gleichbedeutend sind mit fast echtem Geld. Mhm. Also du kannst Kryptowährungen dann wieder recht schnell in echtes Geld eintauschen. Halt, dass du die unter den Spielern tauschen kannst. Die meisten sind aber immer noch so völlig zentrale Spiele. Also sie sagen, hier ist mein GameStop, hier ist meine Webseite und wenn die weg ist, ist das Spiel tot. Ja. Ja. Und, aber hier sind die lustigen kleinen Items und die könnt ihr halt handeln, wenn ihr wollt. Mhm. Und da denken wir, ja, ist naheliegend, coole Sache. Und im Moment überlegen wir uns, was geht da noch mehr. Also okay. Es gibt Smart Contracts in Blockchains. Mhm. Kann man da was machen? Mhm. Ja, hatten wir auch für aufmerksame Zuschauer. Hatten wir eine Stellenausschreibung auf der Webseite für ein Praktikum. Okay, krass. Ja, na, ein Praktikum, was rausfinden soll, was kann man denn mit Smart Contracts in Blockchains noch machen, mhm. außer nur Handel, weil mit Smart Contracts kann man programmieren, da kann man ganz viel Scheiß machen. Klar, da kannst du ja alles reinmachen. Ja, genau. Und das überlegen wir uns gerade. Und ja, wir haben gerade auch ein Spiel halt schon mitten in der Entwicklung, was auf einer Blockchain basiert. Okay. Und halt auch völlig dezentral ist. Also ach, das, wenn das Ding mal veröffentlicht ist und für den Fall, dass Zipsoft irgendwann mal nicht mehr gibt, das Spiel läuft weiter. Da. Das geht nicht, also es geht nicht aus. Ja. Also, ja. Solange es irgendjemand hat. Solange es jemand spielt, ja, genau. Gibt's es. Cool. Ja. Hallo, hi Gaming8. Ja. Grüß euch. Genau. Wer ist denn da? Ja. Spartan 117 Chief fragt einmal in die Runde, gerade per Zufall hier gelandet und irgendwie komme ich gerade nicht weg. Meine interessante Diskussion. Dankeschön. Du bist herzlich eingeladen, noch länger dabei zu bleiben. Ja. Ja, wir sind da. Wir sind hier. Außer mir, ich muss mich ganz kurz entschuldigen, ich muss meine Nasenlöcher mal, weil ich bin, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, ich bin die letzten zwei Tage fast gestorben. Ja, ich glaube, es hat die Welt mitbekommen. Ich glaube auch, ich glaube, es war in den Schlagzeilen über, was hat Donald Trump wieder Dummes gesagt, war Steve's Nasenlöcher töten ihn. Steve hat geschwollene Nebenhöhlen. Ja. Und deswegen muss ich jetzt ganz kurz mal Salzwasser in mein Gesicht sprühen. Mach's Mikro aus. Ich lass alle zuhören. Okay. Dann
muss der Markus jetzt auch endlich mal eine coole Frage stellen. Eine coole Frage? Ja. Okay, wo waren wir bei Smart Contracts? Ja, oder Blockchain. Blockchain, okay. Wie sieht das dann konkret aus? Ist wahrscheinlich noch geheim. Ja, also ich sage jetzt mal nur, wir haben da was in der Entwicklung. Ja, okay. Wir suchen ja auch offen einen Programmierer dafür. Und aber kennst du CryptoKitties? Natürlich. Also geht es dann so in die Gamification-Richtung auf jeden Fall, denke ich mal, oder? Ja, natürlich. Ja, muss. Ja, genau. CryptoKitties ist ein sehr interessantes Beispiel. Ja. Hat ein paar coole Aspekte, hat ein paar, Aspekte? Ja. Und ich meine, Katzen, ja, Katzen. Nein, aber die CryptoKitties hat gezeigt, es ist ein Markt da. Ja. Also die Leute haben sie haben CryptoKitties ganz viel gespielt. Ja. Ein paar spielen immer noch, ja. Aber die Ethereum-Blockchain hat massive Performance-Probleme bekommen, einfach nur, weil die Leute Katzen brüten wollten. Ich habe auch 5 oder so. Ja, du bist dabei. Genau. Und meine Praktikantin, die ich gerade habe, die findet, also ihr klarer Auftrag ist, er spielt CryptoKitties und dann erklär's mir. Also halt auf Bit-Ebene, auf Byte-Ebene, ja? Warum, wie, was, ne? Ja. Erklär mir CryptoKitties ins Detail, ja? Okay, das ist dein Praktikum, ja? Finde raus, was die machen und dann machen wir was ähnlich Cooles. Das ist nicht ohne. Ja? Also warum, wie breeden die, was kommt dann da raus, wie entsteht dann Kitty draus? Was steckt dahinter, und was sind wie die ist in der Blockchain verbaut? Und wenn ich jetzt in Block Explorer nachgucke, was für Daten stehen da in der Transaktion? Ja. Erklär's mir. Wow. Ja, genau, wow. Das ist ein krasses Praktikum. Ja? Also muss man schon was im Köpfchen haben. Ja, muss man schon, aber hat sie? Also, mach mal. Genau. Und im Moment, den Bullshit-Filter im Krypto-Währungs- und Blockchain-Bereich, den muss man auf sehr, sehr scharf einstellen. Ja, ich bin gar nicht mehr so aktuell mittlerweile. Es war ja ein ziemlicher Hype letztes Jahr. Ja, es ist immer noch ein Hype. Aber es gibt... Also die Hauptanwendungszwecke im Moment sind Spekulation und pure blanke Abzocke. Ja. Genau. Und das sind die Hauptanwendungsfälle. Und man hofft, dass irgendwann mal was Sinnvolles dabei rauskommt. Ja? So wie Zahlungsmethoden im Alltag jetzt und nicht nur für Nerds. Und potenziell eben im Gaming-Bereich. Ja, also was ist das erste Spiel? Also CryptoKitties hat gezeigt, es geht, es ist ein Markt da, aber die Einstiegshürde bei CryptoKitties ist schon noch, was ist eine Kryptowährung, was ist Ethereum, was ist MetaMask, wo muss ich mich einloggen, was mache ich mit meinem Private Key, was ist eine Transaktion, also whoopidoo. Also man muss schon hart Nerd sein, um dann überhaupt einsteigen zu wollen. Man muss schon hart Nerd sein, man muss schon sagen, ich finde Krypto-Katzen schon echt wirklich geil und ich bin Nerd, bis ich mal da so weit komme, dass ich da mal irgendwas brüte. Ja. Und jetzt stell dir mal vor, es kommt ein Spiel raus, was das halt Dreamland. Ja. Und Autonormalverbraucher zu Hause auf der Gaming-Couch sagt, wow, cool. Ja. Ein leichter Einstieg für den normalen Nerd, für den Gaming-Nerd. Das kann durch die Decke gehen, glauben wir auch. Ja. Deswegen sind wir da dabei. Ja. Wir haben auch einen sehr kryptowährungsaffinen Geschäftsführer, der das seit Anbeginn der Zeit irgendwie mit beobachtet. Und sich wirklich, wirklich, wirklich auskennt. Und auf dem seine Initiative hin wurde halt in dem Bereich sich überlegt, was macht man da. Und wir haben eine Produktentwicklung und wir wollen potenziell noch gucken, was geht noch mehr. Okay, bin ich sehr gespannt. Aber generell, ist es Kryptowährung im Blockchain ist halt ein Themenbereich. Ja. Und wir suchen halt noch in anderen Themenbereichen, was geht. Zu forschen gibt es genug, glaube ich. Wie ist so euer Aspekt Richtung VR oder die Richtung? Nein, macht Zipsoft nicht. Ja. Man muss dazu sagen, Zipsoft macht Multiplayer-Online-Games. Ja, es steht im Firmen-Leitbild drin. Was aber VR nicht wirklich ausschließt. Es schließt VR nicht aus, aber wie ich vorhin sagte, wo ist denn da der Markt? Ja. Also, wir haben da so ein Spiel, was 13 Millionen Euro im Jahr Umsatz macht. Ja. Das ist schon völlig übertrieben. Ja? Aber was sind denn die Erfolge? Also ich kenne als VR-Titel Beat Saber. Alle spielen Beat Saber. Ja, jeder spielt Beat Saber, aber das ist halt die Killer-App. Du sagst, ich habe ein VR-Headset und dann spiele ich Beat Saber. Genau. Weil jetzt awesome. Ja? Aber sonst? Was sonst? Und, vielleicht noch Chromagun. Ja, wir schauen. Wenn Chromagun richtig gut wird, dann... Ja. Geworden ist. Okay. Ist schon draußen. Ich kenn's. Ist anscheinend nicht so gut geworden.
Ich bin schon. Wie viele Leute haben denn ein VR-Headset zu Hause? Ja? Es gibt 4 Millionen PSVRs. Ja. Auf der Welt. Weißt auf du, der Welt. Ja. Weißt du, davon liegen wahrscheinlich 3 Millionen irgendwo im Schrank. Schaust du mal die Steam-Hardware-Charts an? Klar. Und dann suchst du mal ein absolut, VR-Headset ja. darunter. Ja, nein, ich bin bei dir. Und dann landest du bei, wie viel war es? 0,5% aller Gamer haben ein VR-Headset? Ja. Nein, 0,25, genau. Und dann schaust du mal nach, wie viele Leute verwenden Linux? Ja. Doppelt so viele. Ja. Also jetzt überlegen wir uns mal kurz, wie das Spielentwickeln für Linux, ja. wie beliebt so das in den letzten 10 ja. Jahren ja. war. Ja. Genau, oder 20. Ja. Und dann überlegst du dir, Linux ist doppelt so erfolgreich wie VR-Headsets. So. Niemand macht Linux-Games. Außer Pixelmaniacs und die ja. machen auch VR-Games. Weil ihr macht es wahrscheinlich, weil da gibt es so in Unity den Button. So einen Knopf. Ja. Ja. So einen Knopf. Macht nicht mal für Linux. Ja. Das ist geil. Da ist Unity. Ja, es ist nicht ganz so einfach, aber ja. es ist einfach. Aber für ja. Linux einfacher als für PlayStation zumindest. Das stimmt. So, jetzt hat jemand hier einen Chief fragt. Chat geschrieben, ja genau. Bin nun nicht Experte für Game Design / Entwicklung etc., aber es ist eigentlich immer noch so schlimm mit den jungen Leuten, die IT studieren, einfach weil sie unbedingt Spielentwickler werden wollen, obwohl sie bis zum Studium nie was mit Programmierung etc. zu tun hatten. Ich habe da so ein Fallbeispiel im Bekanntenkreis und bei all seinen Ambitionen muss ich mir verkneifen zu sagen, lass es, du hast die falsche Vorstellung. Also, man muss ja nicht unbedingt programmieren können, um in die Spielebranche zu kommen. Es hilft. Ja. Auf jeden Fall. In allen Bereichen, aber es ist nicht zwingend notwendig. Klar, als Programmierer wäre schon gut. ja, doch, ja. Was ist denn Spielentwicklung? Was ist denn Spielentwicklung? Das, ja, ist halt, das ist ein Potpourri an unterschiedlichsten Fähigkeiten, die man haben muss. Ja, absolut. Ja, und in großen Firmen wie Zipsoft oder selbst bei euch schon, na, habt ihr Spezialisten. Ja, da sitzt ein Artist, da sitzt ein Game Designer, ja. dann gibt es noch Produktmanager, Software-Tester, Marketing. Programmierer. Alles drum. Klar, Game Designer, ja. Game Content Designer. Ja. Macht Zipsoft für uns unterschiedliche Dinge. Ja. Game Designer machen Regeln, Spielmechaniken, Konzepte und Game Content Designer verwenden das und machen geilen Content draus. Ja? Also, ja. Also man kann es untergliedern bis zum geht nicht mehr, glaube ich. Natürlich, ja, in großen Firmen. Genau. Ja, ich war der Animator für alle linken Arme von ja, der ja, genau. Hey, Ubisoft, ja, danke. Ja. Oh, ich mache nur das UV-Layout. Ja. Von genau, ja. ja, genau. Ich mache UV-Layouts. Ja. Oder ich texturiere Steine. Ja. Genau. genau. Klar, ich, je kleiner die Firma, desto spezialisierter, ja. wenn der Typ zu Hause in der Garage hockt, die Person macht alles macht alleine. Alles, ja. Ja. Also, aber ist es, ja. was ist Spieleentwicklung? Und ja, erstmal, also anstatt deinem Bekannten zu sagen, du hast die falschen Vorstellungen, hilf ihm doch, die richtigen zu finden. Ja? Was genau macht er denn? Also er ist Informatik. Er ist ITler. Ja. Shit. Klassischer ITler. Ist absolut absolut möglich, da in die Spielindustrie zu gehen. Ja. Ah ja. Gaming Aid sagt, wir bieten ein Stipendium für Talente an. Ich habe den Kontext, glaube ich, verpasst. Ich glaube, es geht um Programmierer? Allgemein. Oder um Spielentwickler? Gaming-Entwicklung, bla. Hab den Kontext auch nicht. Ja, okay. Ausrufezeichen. Wie findet man denn Talente? Ja, erzähl doch mal davon. Dass man ein Talent ist. Ja. Oh. Projekte machen. Also, ganz ehrlich, wenn du Spiele entwickeln willst, ja, dann mach's doch einfach. Ja. Es war noch nie leichter als heute, das ist jetzt, echt wahr. Das ist echt Spiele wahr. Zu entwickeln, ja. Es gibt Unity, ja. kostenlos, ja. Unreal, kostenlos, ja. CryEngine, weiß ich gerade nicht, glaube ich auch noch kostenlos, ja. Es gibt tausende, Lumberyard, also die ja. großen Kodo. Dinge, ja, ja. riesen Dinge kostenlos, es gibt die kleinen Dinge auch kostenlos, ja. ja. Phaser, JavaScript-basierte ja. Game Engine. Schon ja, fang an. Box ja. 2D ist. Ja, alles. Also Klein anfangen. Einfach machen. Was interessiert dich daran am meisten? Das Game Design, die Mechaniken, das Programmieren. Genau. Whatever. Ja? Willst du im Marketingbereich arbeiten? Ja? Auch eine coole Sache. Ja. Ja? Willst du? Kannst du das mal raushauen? Ja. Der Personenkreis. Oh. Der Personenkreis, der Intelligenz. Hoppala. Ja. Links. Links? Ja. Ja. Nee? Nee, rechts. Rechts davon? Ja. ja. Sehr gut. Okay. Der Personenkreis, der in der Gamesbranche, der in die Gamesbranche möchte und im Rahmen von Design, Informatik etc. studiert oder studieren möchte. Ja, okay. Ja,
Ja, dann, also wenn jemand Interesse hat, was soll ich ihm das sagen? Ja, was soll ich ihm das sagen? Du fragst ihn, was willst du denn eigentlich machen? Was im Bereich Spieleentwicklung, der groß ist, was willst du denn machen? Willst du programmieren? Nein. Ja? Willst du Art machen? Willst du Spielregeln machen? Ja, ganz ehrlich. Genau. Ein Game Designer, was macht ein Game Designer? Der macht wahrscheinlich erstmal Papierprototypen und Boardgames. Genau. Ja? Kartenspiele, Boardgames, Regelmechaniken. Ja? Mach doch Projekte. Genau. Bau das, schreib das. Das ist, schick mir eine Bewerbung. Halt, ja? Game Designer-Bewerbungen, die müssen echt nicht zwingend was Digitales haben. Wenn die Leute ankommen und sagen, hier habe ich ein Brettspiel gemacht, hier habe ich ein Kartenspiel gemacht, hier habe ich einen Mod für ein bekanntes Brettspiel gemacht. Ja, ja? Ja, zeig's mir. Vor allem, bitte, zeig mir die Regeln. Ja. Lass mich die Regeln lesen. Ja? Weil das zeigt, ob du es drauf hast oder absolut, nicht. Ja? Ja. Wenn du, wenn jetzt einer sagt, jo, ich habe das Game Design gemacht für ein 3D Third-Person Welterkundenspiel. Was ist da jetzt Game Design dran? Ja. Entschuldigung. Zeig mir explizit, wo da Game Design ist. Ja, genau. Zeig mir Game Design. Wenn du sagst, ich ein Puzzlespiel, keine Ahnung, ich habe die Progression in einem 3D-Exploring-Game gemacht. Im Rahmen der Progression, ja, es geht über Levels oder ich kann es dann beschleunigen, indem ich Premium zahle oder ich kriege alle paar Level das dazu oder ich habe hier Special Items, die ich mir aussuche. Ja, red doch drüber. Ja. Genau. Butanix, hi. Für alle, die neu dazugekommen sind. Wir sind die Pixelmaniacs. Wir haben ein kleines Spielestudio hier in Nürnberg. Wir machen Videospiele. Und das hier ist der Matthias Rudi von Zipsoft. Die machen größere Spiele in Regensburg. Ein bisschen mehr Geld. Ihr kennt Zipsoft vielleicht, wenn ihr Tibia gezockt habt. Ja. Oder Panzer League ist schon draußen. Ja. Panzer League ist auch schon draußen. Ja. Oder diverse andere Spiele von Zipsoft, wo es doch einige von gibt. Gibt's noch eine Anekdote? Oh. PewDiePie? Ja. Also ein Typ im Internet, ja. Schon mal gehört, ja. Hat ein Video. Hat eins gemacht. Best Game Ever. Über? Panzer League. Tibia. Echt? PewDiePie ist Tibia. PewDiePie ist Schwede. Was haben Schweden früher gemacht? Sie haben Tibia gespielt. Geil. Ja. Super. Was machen die Schweden immer? Tibia spielen. Na, PewDiePie hat zwei Videos in seinem Channel. Das eine plakativ mit dem Thema Best Game Ever. Geil. Und was macht er dann? Der redet über Tibia. Geil. Ja. Ja. Ja, das ist, no shit. Ist ein geiles und er beschreibt dann, was er halt macht. Er hat ein paar nicht so ganz saubere Sachen abgezogen. Er hat halt auch Leute ordentlich abgescammt, weil Tibia halt hart ist. Und wir haben leider einen ziemlichen Schwarzmarkt und wir haben, es gibt ganz viele interessante Dinge. Tibia, die ziemlich scheiße sind. Ja, Kreditkartenbetrug und ach, lauter Kack. Oh, aber es macht halt seit 22 Jahren im Online-Bereich. Heftig, und PewDiePie, der Typ, der so ein bisschen im Internet bekannt ist, ja, der sagt halt, Tibia habe ich gespielt. Ja? Krass. So viel dazu. Nicht schlecht. Mhm. Jeder hat, glaube ich. Hast du Tibia gespielt? Nee, ich bin zu jung. Ja? Also klar, es gibt schon immer noch, aber klar. Ich habe nie so Zugang gefunden, glaube ich. Ben, grüß dich, hallo. Aber ich war 4 Jahre, als es rausgekommen ist. Ah, verstehe. Ja, ich habe es im Gymnasium damals angefangen. Ben ist heute leider nicht da, weil Ben die Scheiße jetzt hat, die ich vor 3 Tagen bekommen habe. Na, geh weg. Ja. Nee, ich glaube, bei mir ist es jetzt wieder weg. Alles gut. Ja, Ben hat es jetzt. Ben hat es jetzt, ja. Genau. Ja, passt schon. Wir schaffen es auch ohne Ben. Spartan! Vielen Dank, Chief. Dankeschön. Weil wir so lieb seine Fragen beantworten, oder? Siehst du mal. Dankeschön. Ja. Butanix, was geht? Was geht bei dir so? Das war eine gute Antwort. Wir labern so. Ja, wir labern so. Wir so dies, das, Ananas. Und was machst du? Was machst du so? Ja, jede Frage wird eine Gegenfrage beantworten. Das ist immer so. Wo waren wir denn jetzt? Wir sind schon wieder abgeschaut. Wir waren bei neuen Technologien und wir waren bei... wir wollen in die Spielebranche. Ach ja. Es gibt so viele Möglichkeiten, einfach selber jetzt schon mal Spiele zu machen. Und stopp, ganz kurz, das kann ich nicht so sitzen lassen. Ja. 39 Fieber hast du nicht von mir. Ich hatte kein Fieber. Das hast du nicht von mir, das hast du dir selber eingebrockt. Danke, Steve. Weißt du, Gute, Ben, leg dich ins Bett. Ja. Hättest du mal in die Outpost die Pizza aufgegessen? Siehst du mal, ich glaube gar nicht, dass er 39 Fieber hat. Bei 39 Fieber bildet er sich nur ein, dass er 39 Fieber hat. Ja. Verstehst du? Eben. Der halluziniert nur. Bei dem. Der Bin so. Im Bett. Ja, da wäre ich auch gern. Ja. Du kannst dich hier gerne wie eine Decke. Lass mal. Dir bequem. Passt schon, alles cool. Ja. Ich hatte heute eine Tochter mit 40 Fieber im Bett. Oh nein. Ja. Es geht rum zur Zeit, kann das sein? Ja. Furchtbar. Moin, Adoptivkind. Adoptivkind ist da. Grüße dich. Gute Besserung, Ben. Wenn Interesse an einem Studium, Ausbildung in der Gamesbranche besteht und das Geld fehlt, uiuiui.
Gaststipendium. Hey, die engagieren sich ja wirklich. Hey, Gaming 8, Leute, das sind super, super Dudes und Dudettes. Schaut da echt mal vorbei. Die helfen gern. Wer noch nicht so weit ist, dass er sich bewerben kann, fest in einem Studio. Dahin. Und wer Gaming 8, das ist eine wohltätige Organisation, unterstützen möchte mit einer kleinen Spende und dafür auch noch was haben möchte, der kann sich diesen wunderschönen Spieleentwickler-Nacktkalender kaufen bei uns auf unserer Seite. Also, du kennst ihn noch gar nicht. Also, ich habe das Projekt auf eurer Webseite gesehen und ich habe mir gedacht, so Moment, was mache ich gerade hier? Ich halte ihn mal ganz kurz in die Kamera. Jetzt, wo ihr schon da seid. Also hier, ein wunderschöner... Spalten. Kannst du mal den... Ja, pass mal auf, wir machen hier den Kamera mal. Schütte mal runter. Weil, also... Das ist, wir blättern da mal kurz ein bisschen durch. Wenn ihr diesen Kalender auf, ich glaube, indiestrolche.de kauft... Habt ihr jetzt, wo sind die Drogen? Also wir sind ab 18 heute im Stream, deswegen... Alle Einnahmen von diesem Kalender gehen 1:1 direkt an Gaming 8. Und mehr möchte ich euch nicht zeigen, weil Spoiler-Alarm, ne? Ihr müsst ja auch noch. Aber das ist der Indie-Strolche. Also da kann man mal sagen, ihr geht echt in die Vollen, ne? Ja klar. Indiestrolche.de. Ja. Da könnt ihr euch den kaufen. Okay, prima. Für einen guten Zweck. Ja, wir können es bestätigen. Kommt direkt bei Gaming Aid an. So, nochmal, bevor wir zu heißen Körpern abgeschwängelt sind. Wo waren wir? Spiele machen, in die Spielebranche kommen. In die Spielebranche kommen heißt erstmal was selber machen. Ja? Absolut. Hobbyprojekte machen, Studienprojekte machen, in der Arbeit Projekte machen, besser werden. Ja. Bewerben. Richtig. Nochmal bewerben. Ich glaube, die Spielebranche ist einer der Branchen, wo du wirklich zeigen musst, dass du Bock drauf hast, indem du vorher schon was machst. Weil eigentlich wenig Leute was auf Titel geben. Ja, absolut. Also, sondern halt, zeig mir deine Projekte und ich sage dir, wer du bist. Ja, genau, absolut. Und du kannst auch als Quereinsteiger reingehen. Ich sag nur eins, wir hatten einen Diplom-Geografen im Game-Content-Team sitzen. Oh, der hat die schönsten Berge in Tübingen gemacht. Geil. Ein Diplom-Geograf. Ja. Abgefahren. Ja. Game-Content. Ja. Nein, der hat Berge und Dungeons gemacht. Und Questen und Monster und alles. Ja, genau. Verstehe ich. Wenn man seine Projekte preisgibt, weiß das Gegenüber, wer man ist. Ja. Ja. Kann man gut davon leben, wenn man in der Spielebranche arbeitet? Die einen sagen so, die anderen sagen so. Ja. Komm zu uns, du wirst reich. In Deutschland ja, auf jeden Fall. Also was ich so mitbekommen habe, die Firmen, die schon ein bisschen bodenständig, also ein bisschen länger dabei sind und halt auch irgendwo ein solides Geschäft haben, bei denen kannst du mit dem Geld, was sie dir bezahlen, gut leben. Ja, richtig. Der Haken an der Sache ist, die Spielebranche ist sehr riskant grundsätzlich mal, weil absolut niemand das Rezept dafür hat, ein erfolgreiches Spiel zu machen. Das ist richtig. Selbst die größten Firmen mit dem meisten Geld schaffen es nicht, vorhersehbaren Erfolg zu produzieren. Ja. Und dann kommt wieder irgendein kleines Indie-Studio, macht halt Mords den Hit und haben dann Asche wie Heu und dann kriegen die kein zweites Projekt aus der Tür raus. Ja. Und in Deutschland, geradezu wie weltweit, die alle großen wie kleinen Firmen, die irgendwann mal Erfolg hatten oder haben, die kämpfen damit, das in irgendeiner Form zu wiederholen. Ja, also die Gaming-Branche, die Spielebranche ist leider relativ riskant und das ist auch das größte Problem. Also wenn du in die Spielebranche gehst, musst du dir halt irgendwo auch klar sein, ich habe jetzt hier einen Arbeitgeber, die bemühen sich wirklich nach Kräften, hier ein solides Business auf die Beine zu stellen, aber niemand kann dir garantieren, dass es funktioniert. Das ist teilweise halt schon frustrierend. Ja. Und ja, Zipsoft ist da die totale Ausnahme. Also, komplette Ausnahme. Bei 14 Millionen Umsatz brauchst du dich nicht entschuldigen. Ja, nein, hat halt eine Firma seit 2013. Ja, und wir wachsen halt auch so langsam, stetig, jedes Jahr ein bisschen mehr. Mitarbeiterzahl hoch, Umsatz hoch. Seit immer. Ja, und andererseits, wir haben halt ein Spiel. und auch unser Track Record bezüglich neue Spiele auf den Markt bringen ist halt eher bescheiden. Bisher. Muss man mal ganz glücklich sagen. Ja, wir haben
Tibia. Wir haben Tibia Mobile Edition. Ist halt auch schon sehr alt und es trägt sein Häuflein Geld bei, aber viel ist, also, ja, das darf man jetzt nicht falsch verstehen. Er schreibt schwarze Zahlen. Ja, coole Sache, schon mal, ja. Aber das ist für die Spieleindustrie gar nicht gegeben. Ja, halt. Aber es wurde halt auch das Team, was dahinter steht, ziemlich zusammengedampft, damit es schwarze Zahlen schreiben kann. Mhm. Genau. Wir haben mal ein Projekt veröffentlicht. Das haben wir nach 2 Wochen eingestellt. Ja. Das haben wir 3,5 Jahre entwickelt und dann haben wir es veröffentlicht. Ja. Und nach 2 Wochen haben wir gesagt, vorbei, Ausschluss. Genau. Wir haben Pencil League jetzt veröffentlicht. Haben wir lang dran genug entwickelt. Leider sehr lang entwickelt, 5 Jahre insgesamt. Wow. Halleluja. Es war auch länger, viel länger als gedacht. Ich dachte, wir kriegen das in 2 aus dem Haus. War nicht so, ist ein Riesending. Haben uns leider voll verschätzt. Jetzt tut's halt, also wir bemühen uns, auch das kommerziell erfolgreich zu machen. Wir haben noch ein anderes Projekt in der Entwicklung. Das kommt hoffentlich dieses Jahr auf den Markt. Und dann arbeiten wir noch an Prototypen, die wir halt veröffentlichen wollen. Aber so das zweite große Standbein, wenn Tibia mal weg ist, haben wir auch noch nicht. Ja. Ja? Und es ist schwer. Und wir bemühen uns. Ja? Deswegen gibt es mein Team. Ja. Ne? Also klar. Als Team. Nee, super, ihr seid ein ganzes Team. Wir reden drüber, was wir machen in Zukunft, was halt auch erfolgreich sein kann. Und das ist eine coole Sache, glaube ich. Also mein Job ist so geil. Du darfst ja, dir Scheiße ausdenken und du musst sie nicht bis zum Ende durchsehen. Das ist doch das Geilste. Nicht ganz, aber ja. Aber ich muss halt auch auf Knopfdruck, also klar. Ich und mein Team, wir müssen halt auf Knopfdruck was generieren, ja? Also die coolste Anforderung war letztes Jahr, es ging um Smartwatches. Mhm. Ja, also Smartwatch. Ja. Ne? Okay. Multiplayer-Online-Games auf Smartwatches. Autsch. Ja, mach mal ein Konzept. Okay. Wow. Okay. Scheiße, ja, genau. Und dann kam ich halt, also zu der Zeit war ich auch allein in meinem Team. Umstände, weil meine ganzen Entwickler, die wurden alle abgezogen in ein anderes Projekt, weil das halt da wichtiger war. Und dann war ich halt allein in meinem Team. Und dann, ja, mach halt Game Design für Smartwatches. Multiplayer-Online-Games auf Smartwatches. Und dann habe ich gemacht. Und dann wurde ich mit der Geschäftsführung geredet und dann wurde das halt iteriert, so lange, bis wir halt gesagt haben, also wir haben jetzt ein wirklich, unserer Meinung nach, schon ziemlich cooles Multiplayer-Online-Game für ein Smartwatch, die halt interessant sein könnte für Smartwatches. Und dann haben wir die Marktrecherche gemacht, wie viele Smartwatches gibt es da draußen und wer benutzt die Dinger aus und wer gibt da viel Geld aus? Ja, also man kann damit vielleicht einen niedrigen Betrag an Umsatz machen. Ja. Und das heißt, dein Entwicklungsbudget ist halt eine Person für ein paar Monate. Ja. Und dann muttet halt laufen. Dann Ende halt. Genau. Ja. Und Zipsoft hat einfach schlichtweg andere. Also wir haben intern eine Grenze. So nach dem Motto, wir müssen glauben, es muss so viel Geld im Jahr machen. Sonst fangen wir überhaupt nicht an damit. Ja, weil wir Multiplayer-Online-Games haben einen sehr hohen Betrag an Grundkosten, dass die so im Monat verbrauchen. Ja. Aber danach skalieren sie halt super. Okay. Hellcat, Kätzchen, Dankeschön für 27 Monate, Mann. 27. Dankeschön. Alter, super. Das ist schon Dedication hier mal, 27 Monate. Das ist ordentlich, ne? Kann man lang fernschauen bei euch. Und er haut gleich wieder ab, hat er gesagt. Ja. Haut gleich wieder ab, Mensch. Ich kenne eine italienische Autoschuss. Genau. Ja, genau. Fifi McFly, er hat es genau erfasst. Ich kenne halt eine Person, die sich mit einer Smartwatch. Ja, geil, ne? Und was. Johann und du. Ja. Es sind halt Leute, die sagen, eigentlich ist es ein Fitness-Tracker. Ja, wir haben sie nicht gezahlt. Es ist halt ein Fitness-Tracker für die meisten Leute. Ja. Absolut. Oder ein, eine Uhr. Ich kann einfach richtig. Ja, genau. Oder ein Statussymbol. Ja, genau. Absolut. Und wie jede andere Uhr auch. Das reicht halt noch nicht. Ja. Und so kämpfe ich mich mit meinem Team durch ein Thema nach dem anderen. Durch. Es gibt eine Vorgabe. Also im Moment ist es sehr technologielastig. Also wir schauen uns eine coole neue Technologie an, die irgendwie neu ist. Und überlegen uns, was kann Zipsoft damit machen. Und dann reden wir ganz viel mit der Geschäftsführung. Jeden Mittwoch habe ich meine Diskussionsrunde mit der Geschäftsführung, wird geredet. Und dann schauen wir halt, ob es geht. Und wir haben jetzt auch kürzlich einen Prototypen für den Facebook Messenger veröffentlicht. Tank Drop. Kann man Facebook Messenger eingeben, Tank Drop. Ist so ein kleines Artilleriespielchen. Wir haben einfach geguckt, was kannst du mit dem Messenger halt bauen, wie geht es, was macht es? Ja, und weil es relativ einfach ist, dafür zu entwickeln, haben wir gleich gesagt, da können wir gleich einen Prototypen veröffentlichen. Mhm. Und jetzt schauen wir, ob da noch mehr gibt. Interessant. Ja, genau.
Deswegen wir hätten da auch mal Facebook-Games gebaut, tatsächlich. Ja. Das war, glaube ich, vor deiner Zeit. Das war vor meiner Zeit, ja. 1900. Ja. Das hat mäßig funktioniert. Die Leute, die es gezockt haben, die waren hardcore drin. Also, ja, ist okay. Aber das da mal reinzukommen... Also, wir haben jetzt da einen Prototypen veröffentlicht. Wir haben keinen Cent Werbung gemacht dafür. Und Facebook trackt natürlich alles. Und wir sehen ja die Statistiken, wer da reinkommt, wer da rausgeht. Und die Zahlen, also sind relativ hoch. Also, da sind Tausende bis Zehntausende an Leuten drin. Krass. Ja, ist voll krass. Ohne Marketing. Ja, ohne Marketing. Ach, und wenn du dir überlegst, also klar, das eine ist ein Facebook Messenger Prototyp Game. Und das andere ist jetzt Panzer League, Mobile, klar. Multiplayer Hardcore. Fertiges Spiel, aber wenn wir so viele, also wir haben Zahlen an Leuten im Messenger Game, wenn wir so viele Leute in das Mobile reinbringen wollen würden mit Performance Marketing, also halt einfach Geld zahlen für Bannerwerbung, da würden wir Tausende von Euro blechen. Klar. Ja, und beim Facebook Messenger blubbert es halt einfach so rein, weil die Leute halt einfach so durch diese Liste durchgehen und sagen, also du siehst ja nur ein Icon und Namen, dann in Tankdrop Werbung für Panzer League machen. Ja, oh, ja. Genau. Passt auch. Klar, war nicht ganz. Also wir probieren viel aus. Sicky Jackson. Und man kann da mitmachen. Man kann, du bewirbst dich bei uns und dann, wenn du es schaffst, dann kommst du ins Innovationsteam und dann machst du halt, dann redest du ganz viel über Game Design und programmierst und recherchierst und baust hin und wieder Prototypen. Und wenn der Prototyp geil ist, dann macht man ein Produkt draus. Ja. Und dann bist du im Produkt. So. Sicky Jackson, wir sind Spieleentwickler und was geht denn ab? Der nette junge Mann hier neben mir ist Spieleentwickler bei der junge Mann bei Zipsoft, eine recht große Firma aus Regensburg, die letztes Jahr 14 Millionen Euro Umsatz gemacht haben. Ja, mit einem 22 Jahre alten Online-Rollenspiel. Tibia, falls du das gespielt hast. Genau. Und sie suchen Mitarbeiter. Ja. Nochmal, für alle, die das nicht mitbekommen haben, wenn ihr Programmierer oder Artists oder Artists Game Designer oder Webentwickler oder Webentwickler, auf der Webseite steht Software-Tester, Game Designer, Programmierer. Genau. Sie wollen und 100 werden. Sie wollen, ja, wir sind knapp 90, also tagesaktuell sind wir, glaube ich, 90. Seit Freitag haben wir zwei neue. Was ich auch noch dazu erwähnen möchte, ich biete regelmäßig studienbegleitende Praktikas an im Bereich Programmierung. Also ich bemühe mich zurzeit immer, einen Praktikanten oder eine Praktikantin zu haben. Also ich hatte jetzt eine Person, die hat im Rahmen seines Informatikstudiums diesen Alexa-Skill, ein kleines Spielchen programmiert. Okay. Und jetzt habe ich eine Person, die eine Masterarbeit bei mir macht und sich eben mit dem Thema Smart Contracts und Blockchain beschäftigt und da idealerweise auch einen Prototypen irgendwie baut und veröffentlicht. Und ich werde hoffentlich, wenn mir eine coole Idee kommt für ein schönes Thema, halt auch wieder für das Wintersemester ein Thema anbieten und das dann eben betreuen. Und es ist gedacht für Leute, die ein Informatikstudium machen und studienbegleitend ein Praktikum bei irgendeiner coolen Firma brauchen. Und da sagen wir Zipsoft. Ja, das ist einerseits klar, die Person kriegt ein Praktikum irgendwo. Wir kriegen Recherche zu irgendeinem coolen Thema. Ja. Und es ist eine Recruiting-Maßnahme, weil wir halt versuchen, den Leuten zu vermitteln, Zipsoft, bei denen kann man Praktikas machen, die sind eine coole Firma, da kriegt man ein interessantes Thema, das sind lauter nette Leute, da kriegt man einen netten Betreuer. Und regelmäßig. Ich muss mir wieder Themen ausdenken, ganz dringend. Firmeninhaber, der hält auch regelmäßig an der Uni in Regensburg Datenbank-Vorlesungen und der macht dann natürlich auch wieder und sagt, hey, wir bieten wieder Praktika an. Ja. Okay, nice. Ich habe gehört, Blockchain ist ein großes Ding. Ja. Aber nicht nochmal, das hatten wir vorhin ja schon. Datenbanken, mein Hassfach Nummer 1. Datenbanken? In der Uni, ja. Datenbanken sind Arschlöcher. Der Stefan bei uns, der ist ein Hardcore-Datenbank-Fan. Und der hält regelmäßig Schulungen und jetzt halt auch an der Uni über Datenbanken. Ganz kurz in Reihenfolge, Sicky Jackson wohnt leider in Mainz, bin leider zu allem unfähig, außer zocken. Dort bin ich ein Ass. Tester, wenn du Dinge kaputt machen kannst und weißt, warum du sie kaputt machst, ist das auch ein Skill. Ja. Und Gaming Aid sagt, Matthias, lass uns mal im Rahmen eines Praktikums und Co. miteinander sprechen. Ja, klar. Über die Pixelmania jetzt gibt es locker Kontakt. Ist der nette Herr von Tibia? Ja! Ja, ist es. Ja, ist er. Ja. Ich bin
aktuell nicht im Tibia-Team. Ich bin schon sehr lange nicht mehr im Tibia-Team. Ich war früher mal im Tibia-Team. Ich war unter anderem zuständig für den Tibia-Client. Okay. Und ich war auch zuständig für den, das In-House-Tool, also den Content-Editor. Mhm. Ja, ich habe 2004 wurde ich eingestellt, um den Content-Editor neu zu schreiben, weil der alte halt echt alt war. Und dann habe ich 2,5 Jahre nichts anderes gemacht, als ein Tool zu schreiben. Und das ist immer noch in der, also die benutzen es immer noch. Also die Krass. Tibia-Team verwendet dieses Tool immer noch. Genau. Nicht schlecht. Siki Jackson, danke schön für den Sub. Ja. Yeah. Alter Schwede, danke schön. Geiler Typ. Irgendjemand hat hier gerade was von meinem Hausschuh gesagt, dass der sexy ist. Dankeschön. Lenkt das ab. Ist. Moment. Okay. So. Lock. So? Ja. So gut? Ja, das ist der nette Herr von Tibia. Ah. Und Lore gleich mal deinen Pixel abgeholt. Ich bin. Weißt du, dann sitzt du im Sozialraum, halt Mittagessen und dann reden halt wieder zwei Leute aus dem Tibia-Team über irgendwas. Und das und das und das und jenes, ja, und dann fängt es in meinem Hirn schon wieder an, oh Gott, die reden über was, was ich programmiert habe. Also, der verwendet meinen Code. Und wenn der das und das machen will, dann muss der das machen. Und dann muss der hier den Code und dann muss er da die Klasse und dann so. Darf ich mich einmischen? Also, ja. Und dann ist ganz, wenn du das so und so machst, dann ist es ganz einfach. Geil. Ja, ist cool. Hin und wieder kommen sie zu mir und fragen mich, da war mal was, das hast du gemacht? Und dann sage ich, ja, das habe ich gemacht so vor 9 oder 10 Jahren. Ja. Oder 8 Jahren. Und dann fragen sie mich Detailfragen dazu. Und wie oft kannst du dann noch? Und dann sage ich, okay, ich komme in dein Zimmer, ja. Zeig mir mal den Code. Ja, ich bin ja Programmierer. Ich habe es ja programmiert damals. Und dann zeigt sie mir den Code und dann sage ich, ja. Es muss so und so und so hier da. Und dann kommt es alles wieder. Oh Gott. Okay. Ja, ist cool. Nein, also ich bin ja Programmierer. Ich bin Informatiker. Ich war lange Jahre Programmierer bei Zipsoft und habe jetzt halt angefangen, andere Sachen bei Zipsoft zu machen. Ich programmiere nicht mehr. Ich bin leider komplett raus. In ganz, ganz seltenen Fällen darf ich nochmal programmieren. Das ist so wie Zen für mich. Ja, nein, das die Zen-artigste Beschäftigung ist Programmieren. Hin und wieder darf ich. Richtig, einfach runtertippen, ja. Ansonsten mache ich halt viel Teamorganisation, Game Design, Bewerbungsprozesse, Vorträge halten, Praktikum betreuen, ganz viel mit der Geschäftsführung reden, recherchieren. Ja, das mache ich. Mein Job ist einigermaßen verrückt. Ich kann dir nicht sagen, was ich in 3 Wochen mache. Weiß ich nicht. Das ist geil. Ja. Klingt auf jeden Fall gut. Ja, also wird er nicht alt zumindest. Nee. Man muss mit der Arbeitsweise zurechtkommen. Also ja. Ich kenne Leute, die sagen, nein, sie wollen nicht im Innovationsteam arbeiten, weil, oh mein Gott, so können sie nicht arbeiten. Ja. Also die haben ja überhaupt keine Perspektive. Ja, ja klar, also, absolut. Wir reden Mittwoch drüber mit der Geschäftsführung und dann geht's halt weiter. Ja. So im Wochentag. Klar. Mal mehr, mal weniger. Genau. Shiker schreibt, wunderschönes Game, spielte es seit der Kindheit. Ja, sehr und, gut. Siki Jackson will dir neue Schuhe schenken. Ja. Und der braucht nur dann... Habt ihr ernsthaft Interesse an meinen Kaputtmacher-Skills oder war das nur eine Motivationsgeste? Wenn... Wenn du in die Spielebranche willst und der Meinung bist, du schaffst das als Software-Testerin, dann überleg dir halt, wie gut du dich mit IT auskennst und ob du so ein bisschen Händchen hast für Windows und Linux und Programmieren und Software und ob du der Meinung bist, dass du quasi produktiv, effektiv Software und Game-Content dir anschauen kannst und dann möglichst schnell alle kritischen Fehler da drin findest. Und wenn die Antwort auf alles Ja ist, dann schreib doch mal bitte eine Bewerbung. Da steht als Anforderung drin, wir würden gerne irgendein Studium in irgendeinem IT-Bereich haben. Ja? Das wäre schon toll. Das wäre schon echt toll. Wenn gute QA-Tests sind wertvoll. Yes! Thumbs up! Das ist absolut richtig. Ich meine, ich habe die Abteilung mit gegründet. Ja? Ich war so lange Teil dieser Abteilung, bis ich jemanden gefunden habe, der den Teamleiter-Job besser kann als ich. Ja? Und dann ist der Teamleiter geworden. Und ich habe gesagt, danke, ich bin raus. Ja? Und der hat das Team dann noch größer gemacht. Genau. Nee, also es ist nicht so blöd dahergesagt. Nein. Ich meine, es ist natürlich vereinfacht zu sagen, ja. Wenn du Spiele kaputt machen kannst, dann bist du ein guter Tester. Ja. Ja. Aber es ist nicht einfach nur blöd dahergesagt, weil es ist tatsächlich, es gehört viel dazu, Fehler in einem Spiel zu finden und dann effizient aufschreiben zu können, woher diese Fehler kommen. Beziehungsweise, ich meine, es gibt Anforderungslisten, die müssen halt einfach schlichtweg abgearbeitet werden, ja. Und man muss sich relativ intensiv darüber Gedanken machen, was sind denn die problematischen Fälle jetzt? Und was ist wahrscheinlich unproblematisch? Ja. Ja? Und
Also ich meine, wir machen Online-Games. Multiplayer-Online-Games. Bam! Ist das komplex. Ja, ja, das ist richtig. Das ist komplex. Ja. Ja? Und dann geht so viel schief. Ja, und wenn absolut. Du in Tibia da drüben irgendwas schraubst, dann fällt da hinten irgendwas aneinander. Ja. Und irgendeiner denkt so, hey, warum? Ja, weil ja, vor 16 Jahren hat ja jemand mal gedacht, das ist eine gute Idee, wenn die beiden Teile miteinander reden. Ja. Nein! Ja. 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 Fehler im Spiel finden. Ich gebe das Spiel mal wieder. Hi, Mrs. Tari. Ja. Hallo. Hi, Freaky Mats. You never forget your first dragon. Da hat jemand gut aufgepasst. You never forget your first dragon. Das ist der Spruch aus Tibia. Absolut korrekt. Absolut korrekt. Siehst du? Ja. Malte, auch alter Tibia-Zocker. Ja, hier. Aber kein IT-Studium. Ja, kein IT-Studium. Kann man ja noch ändern. Kann man, ich meine, keine Ahnung, was du jetzt machst. Schauen wir mal. Und Siki, www.pixel-maniacs.com, da ist im Impressum unsere Adresse. Falls du wirklich dem Steve neue Schuhe schenken willst. Hallo? Ja, ich zieh den jetzt wieder an. Die gehen voll auf deine Hausschuhe. Ja, meine Hausschuhe, voll, das voll ist. Voll krasses Thema heute. Also meine sind 1A. Ja, deine sind noch neu. Meine sind neu. Man hat irgendjemand kaputt gemacht. Ja, was haben wir noch? Ich war's nicht. So. Nee, also tatsächlich, es muss auch, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber es muss nicht unbedingt ein IT-Studium sein. Es gibt auch genügend Ausbildungsplätze wenn du gut bist. Und du brauchst auch nicht für jeden Bereich in der Spielentwicklung so tiefe IT-Kenntnisse. Du musst kein Programmierer sein, um Spielentwickler zu werden. Ich kann ja mal kurz nachschauen. Wir können ja spicken. Du bist ja ausgestattet. Ich habe mein Tablet dabei. Wenn die Webseite aufgeht, tut's aber nicht, weil keine Ahnung. Na, dann halt nicht. Ich wollte jetzt nachgucken, was die genauen Anforderungen für den Software-Tester-Job sind, weil der mehrfach erwähnt wurde. Aber das kann man ja einfach auf unserer Webseite nachschauen. Wenn über diesen Guest-Jobs, Ausrufezeichen Guest-Jobs, genau, kommt der Link und da steht genau drauf, was wir da suchen. Ja, genau da ist es. Ja, genau da ist es. Und da stehen die Anforderungen drauf. Und klar, Anforderungen seine Wunschliste, ja. Lieber Weihnachtsmann, wir hätten gerne einen Software-Tester. Und der soll bitte das und das und das und das und das alles können. Und ja. Wie oft bringt der Weihnachtsmann so jemanden vorbei? Seth. Genau. Uns ist schon völlig sonnenklar, dass niemand, kein Bewerber, wird jede Anforderungsliste immer in allen Punkten komplett erfüllen. Das ist völlig utopisch. Ja, das ist irgendwo so die Marschrichtung. Und bei manchen Sachen sind die Leute halt besser und bei manchen sind sie halt schlechter. Und dann ist es halt so ein Abwägen, ne? Was kann man antrainieren? Genau. Wo können wir noch fördern? Genau, ich meine, wir haben ein riesen Fortbildungsbudget. Ja. Wir wollen, dass die Leute besser werden. Es gibt jetzt die neueste Roadmap in der Firma ist, konkret Programmierer, wie sorgen wir dafür, dass Junior-Programmer, die bei uns anfangen, innerhalb von 3 Jahren auf Senior-Niveau kommen? Ja? Was müssen wir tun, damit die so eine Leistungskurve hinlegen? Wie können wir die optimalen Bedingungen schaffen, dass die halt vorankommen, gerade die Programmierer, weil wir kriegen keine Senior Programmer. Also wir konkurrieren halt in Regensburg mit großen Firmen wie Continental. Und wenn die sagen, du kannst programmieren, dann winken die halt mit Euroscheinen einfach. So lange, bis der kommt. Ja, das ist halt frustrierend irgendwo. Weil man erzählt sich, dass Continental Geld hat. Angeblich hat Continental Geld. Ja, und Maschinenfabrik Rheinhausen und wie sie alle heißen. Ja, also wir haben da und Audi hockt in Ingolstadt. Also wir haben halt die Big Player da auch mit dabei. Und dann müssen wir halt die wirklich guten Junioren direkt an der Uni abfischen und die zu uns bringen und sagen, wir sind eine geile Firma. Aber ja, also sind halt gute Junioren. Und dann, wuppdidu, wie werden die besser? Und es gibt jetzt gerade für Programmierer einen Plan, wird entwickelt, wie kriegen wir die halt möglichst schnell besser? Und wenn der Plan für die Programmierer funktioniert, ist das nächste Projekt die Game Designer. Ja, weil Game Design, das kannst du im Gegensatz zu Programmieren, das kannst du an jeder Uni halt nach einem standardisierten Lehrplan irgendwo lernen oder Ausbildungsberuf oder in der Arbeit. Aber was ist Game Design, ne? Genau, ja. Klar. Wischiwaschi. Und wir müssen uns unsere Game Designer halt auch selber ranziehen irgendwo. Ja, Junioren einstellen und die dann halt dazu bringen, das zu können, was wir brauchen. Ne? Hier wird gerade geschrieben, Ziki Jackson hat geschrieben, G-Zero, wo ist das Impressum nochmal? Auf pixel-maniacs.com, ja, genau. Jetzt kommen die ganzen Briefbomben. Ja, genau. Sei so lieb und scroll nochmal ein bisschen hoch, dann hat nämlich jemand, die Frage kommt, genau. Oben,
trägt der Chef immer noch die gelben Pullover, die er im Studiengang getragen hat. nicht mehr ausschließlich. Nein, also der kennt uns, diese Person, Gold for Free kennt uns, ja, die kennt uns wirklich gut, die kennt auch Stefan und Stefan liebte gelbe Pullis. Echt? Wahnsinn. nein, ja, ja sein, ich denke, seine Frau hatte da ein bisschen Einfluss auf seine Kleiderwahl. Genau, außerdem werden wir alle Eltern gesitteter. Verstehe, klar. Okay, so. Tudo Caro, wie wird man denn Game Designer? Stopp, ganz kurz, der Reihenfolge halber. Siki Jackson hat gesagt, er hat nachgeschaut. Ja. Er, sie, Entschuldigung. Ja. Man braucht überall abgeschlossenes Informatikstudium. Ja, aber oder vergleichbare Ausbildung steht dahinter. Ja. Ja. Am Ende kommt es auf den Skill an. Am Ende kommt es auf den Skill an, ja. Es gibt Informatikstudenten, die nichts taugen. Richtig. Und dann gibt's. Es ist eine Wunschliste. Ja. Es ist eine Wunschliste, was wir gerne hätten. Und wenn du halt nicht ganz erfüllst, na, schau mal. Also schreib dich nicht ab. Ja. Ich meine. Aber schreib. Ja. Wie wir sind auf diversen Recruiting-Veranstaltungen. Und da kann man mit uns mal persönlich am Stand genauer drüber reden. Ja? Ist möglich. Man kann mit uns in Kontakt treten. So. Magst du nochmal kurz runterscrollen, Johann? Bitte. Genau. Die Person. Ganz runter. Todo Caro. Genau. Wie wird man denn Game Designer? Entweder du designst selber Spiele. Die ganze Zeit. Hobbymäßig. Einfach selber machen. Machen. Eins nach dem anderen. Spaß. Das andere ist. In einer Spezialisierung eines Studiengangs. Es gibt zum Beispiel Informatikstudiengänge mit einem Schwerpunkt auf Games Engineering. Die haben dann Vorlesungen zum Bereich Game Design. Da bist du dann aber halt hauptsächlich Informatiker mit Seitenausbildung Game Design. Es gibt reines, pures Game Design nur an privaten Ausbildungsstätten. Ja. Also MDH, Games Academy, Deutsche Pop, glaube ich auch. Hm? Deutsche Pop. Mhm. Vitruvius Hochschule. Mhm. Und da kann man recht viel Geld auf den Tisch legen, um einen Studiengang zu machen, der nennt sich Game Design. Ja, das ist leider meiner persönlichen Meinung nach ein bisschen falsch, weil dieser Studiengang sollte eigentlich Game Development Crash Course for Dummies heißt. Ja? Da kriegst du innerhalb von 2 Jahren alle Fähigkeiten so also angedeutet, die du brauchst, um nachher komplette Spiele zu entwickeln. Und ein Teilbereich davon ist Game Design. Ja. An manchen Schulen mehr, an manchen weniger. Tut mir leid, ich glaube nicht, also die Bezeichnung Game Design für diesen Studiengang ist falsch, Game Development wäre besser. Aber da ist am meisten Game Design dabei, bei diesen Studiengängen. Ich wollte mal bei der Games Freedom. Ja, genau, Games Academy, ja, klar. Games Academy, die sind halt kommerziell und die sind halt teuer. Da zahlst du, also mal über den Daumen, 25.000 Euro für so ein Studium. Absolut, ja. Ja, und das muss man erstmal haben. Ja. Richtig. Ja, wie teuer denn? Tatsächlich. Für so 2 Jahre 25.000 Euro inklusive Anmeldegebühren und Prüfungsgebühren. Genau. Genau. Und es gibt. Und dann kommen noch hier Fachmaterial dazu. Das Ding ist, das gibt dir eine Chance. Ja? Richtig. Es gibt keine Garantie. Es gibt dir eine Chance und die musst du auch nutzen. Es gibt Leute, die kommen nach so einem Studiengang raus und sagen, ich habe jetzt 25.000 Euro auf den Tisch gelegt, ich will jetzt einen geilen Job haben. Ja. Echt jetzt? So, vorbei. Genau. Und es gibt Leute, die kommen aus diesem Job raus, haben sich den Arsch aufgerissen und, wenn ich das mal so deutlich sagen darf, haben Projekte gemacht und haben sich voll reingehängt und haben halt sich wirklich weitergebildet und alles mitgenommen, was sie mitnehmen konnten und sagen, so, ich bin jetzt mit jetzt fertig, ich habe so ein bisschen Ahnung von der Thematik, ich will jetzt richtig einsteigen und bewerben sich und das sind halt gut. Ja. Also wir haben, in meinem Team arbeitet eine Person, die bei der Games Academy im Bereich Game Design war. Also, ja. Und, aber es ist sehr, sehr durchwachsen und das ist halt nicht... was die Kurse, die diese Schulen anbieten, sind sehr unterschiedlich. Also da ist es dann wirklich immer interessant, in die Zeugnisse reinzugucken. Gar nicht mal so sehr, was die Noten sind, sondern was für Fächer die überhaupt Fächer hatten. Die sind. Ja? Ja, und dann liest du da halt Marketing, Projektmanagement, 3D-Art, Modeling, Programming. Ja. Und dann denke ich mir so, okay, und hier unten, ganz unten da, so 2 Kurse Game Design. Ja, genau. Hm, was habt ihr da gemacht? Keine Ahnung. Ja, also, ja. Ja. Genau. Macht es überhaupt Sinn, das zu studieren, oder ist das nicht mehr Learning by Doing? Also immer Learning by Doing, egal das, was man macht. Ja genau, das fällt gar nicht weg. Ja. Also ohne, ist auch ohne inbegriffen. Doing sagt man nichts. So, genau. Okay, trennen wir mal kurz. Thema Informatik, also IT,
Programmieren, da sage ich, da hilft ein Studium brutal viel weiter. Klar kann man sich selber aneignen, aber so ein Studium vermittelt einem halt wirklich theoretische und praktische Kenntnisse, die sind nachher wirklich was wert. Vor allem also Basics, geht, die du nicht geht, lernst bei Doing. Genau, ja, genau, Theorie vor allem. Genau. Ja. Die prügeln dir Theorie rein, ja, absolut. Und Programmieren habe ich gelernt in meinem ersten Jahr nach dem Studium, als ich dann wirklich programmiert habe, wo ich dann so langsam gemerkt habe, so, dafür brauche ich den nicht. Ja. Genau. Okay, so, das andere Thema ist bezüglich Game Design. Ich glaube, es gibt keine so richtig gute Game Design-Ausbildung in Deutschland, standardisiert. Deswegen ist es bei Thema Game Design, reines, pures Game Design, besser selber machen. Einfach machen. Ja, machen, ja. Ausprobieren, machen, ausprobieren, andere ja. testen lassen. Praktika, am besten bezahlte, rein in die Spielebranche. Ja. Genau. Also ich meine so ein Studium, das heißt ja nicht, dass man es nicht machen soll. So ein Studium hilft. Natürlich, um Gottes Willen, ne? du kriegst eine Chance, ja? Das genau. Allergeilste ist, du kommst am Schluss raus mit 2 dicken, fetten Projekten in deinem Portfolio, ja? Richtig. Weil die sagen, wir sind alle Studenten sind hier, wir stopfen euch in kleine Teams und ihr müsst ein Projekt machen. Genau. Ja? Und am Schluss kommt ein Projekt raus, wo du sagen kannst, hier, guck mal, habe ich ein Video, habe ich Screenshots, das ist das genau. Projekt und das waren 4 Leute und ich habe das genau. gemacht. Richtig, ja? Und hier ist es veröffentlicht, hier kannst du draufklicken, kannst du vielleicht spielen, ist kostenlos. Ja, genau. 2 dicke Projekte im Portfolio. Aber du richtig. Musst dir halt auch wirklich anstrengen, dass die raw kennen. Richtig. Ja? Genau, und du musst halt auch selber deine Arschbacken zusammenkneifen und mitmachen. Ja, genau. Und was du noch kriegst, ist Kontakt in der Spielebranche. Absolut. Ich meine, die Spielebranche ist echt nicht so groß, gerade in Deutschland. Nee. Ja, wenn du da ein paar Jahre rumrennst, kennst die viele. Und, so. Gerade an diesen kommerziellen die bemühen sich halt auch, Kontakte zu knüpfen. Sicher, ja. Ja, ich meine, gerade mit Gastdozenten und so, das... Genau, und die kennst du dann halt besser. Genau. So. Gehen wir mal weitere Fragen durch. Habe ich selbst Tibia gespielt oder war das nur für die Arbeit? Ich muss ganz ehrlich zugestehen, ich habe es nur in der Arbeit gespielt. Tibia war mir einfach zu hart. Es war mir einfach zu hart. Ja? Kann ich verstehen, und was ja. man auch sagen muss, wenn du halt 40 Stunden die Woche an einem Projekt entwickelst und den ganzen Code kennst und den Client kennst und den Editor kennst und den ganzen Content, den du jeden Tag anschauen kannst und quasi Bugs im Content fixst, du hast dann keinen Bock, abends auch noch zu spielen. Ja. Also ich nicht. Ich vor allem, nicht, du siehst hinter das Spiel, wenn du spielst. Ja, dann, ja. Ne? Das ist ganz schlimm. Also du bist in der Matrix. Du siehst die Fehler. Diese Mystik ist halt irgendwo weg. Ne? Weil genau. Was ist das für eine Quest? Ich habe die im Content, hier ist die definiert. So, da muss ich lang, Teleporter. Okay, Reward, danke. Genau. Du hast halt hinter den Vorhang geschaut. Du hast hinter den Vorhang geschaut. Du kennst die ganze Maschine. Du hast dich schon selbst gespoilert. So, gehen wir hier die Fragen durch. C++, Maß aller Dinge. Nein, nicht unbedingt. C++ ist eine schöne Sprache. Java benutzen auch viele. Wir benutzen halt auch mittlerweile viel C#, weil wir Unity benutzen. JavaScript. Finde ich persönlich eine ziemlich coole Sache, kommt man sehr mit weit. Ja. Ist jetzt nicht nur dumme Webseitenprogrammierung, kannst du richtig geile Apps bauen. Gerade Unity kannst du auch in JavaScript anfangen. Tim DeLarge sagt, Sprache ist doch eigentlich zweitrangig. Genau, richtig. Man muss die Konzepte verstehen, die Sprache kann man sich dann aneignen. Ja. Wir sagen auch, du musst eine objektorientierte Programmiersprache als Programmierer in deiner Bewerbung halt, also du musst die halt echt können. Ja. Und du kannst auch dann deine Testaufgabe in der Programmiersprache abgeben. Halt eine von den großen Bekannten. Ja? Und dann ist gut. Und den kannst du nicht einarbeiten. Den Rest kann man lernen, eben, absolut. Genau. Nenn mich den Teacher, fragt, was sind denn so mögliche Tests bei einem Vorstellungsgespräch? Das kann ich jetzt nicht spoilern. Also welches Fachgebiet eigentlich? Programmierer oder Game Designer? Oder, also, wir fragen halt zu dem Fachthema. Themenspezifisch halt, genau. Wir bohren da halt, wie weit geht's denn? Also, wie gut kennt er sich denn aus? Programmierer, sagt er. Programmierer, also früher oder später landen wir bei Multithread-Programming. Ja, und da zeigt sich dann halt, was die Leute halt gelernt haben oder nicht. Ne? Und man kann auch sagen, nee, hatte ich noch nicht damit zu tun, sorry. Ja. Das ist eine faire Aussage. Aber wenn die Leute da dann halt auftrumpfen und sagen, ich habe das und das und das schon gemacht, ich weiß das und das. Ja. Schon mal schauen. Cool. Weil mehr Multiplayer-Online-Games, you know. Ja. Multithreading ist schon geil. Klar. Ja. Okay. Ganz kurz, Freaky Mats sagt, in Klammern Fach, Hochschulen, schaffen einen guten Spagat zwischen der Theorie und Praxis. Viele Projekte, meist praxisbezogen. Habe da selber sehr positive Erfahrungen gemacht. Richtig. Ja, stimmt. Ja, also, kann man so zustimmen. Kann ich auch bestätigen. OTH Regensburg ist eine FH. Du hast 2 Pflichtpraktika. Nein, du hast 1 Pflichtpraktika mittlerweile. Kann man bei Zipsoft machen. Ist eine FH. Prima Sache. Kann man machen. Es ist halt mittlerweile durch den Bachelor schon echt so durchgetaktet. So. Ja. Das ist richtig, ja. Ich muss auch ganz kurz dazu sagen, bevor das jetzt flöten geht,
was man nicht vergessen darf, ist ganz viele, und ich bin sicher, das ist bei euch auch so, sehr, sehr viele Spieleentwickler, wenn nicht sogar die Masse der Spieleentwickler, sind Quereinsteiger. Die allerwenigsten Spieleentwickler sind ausgebildete Spieleentwickler. Es gibt's noch nicht so lange. Richtig. Ja. So das als wirklich als eigenen Bildungszweig ist, das ist neu. Also ja, im Sinne von ist auch ein paar Jahre also alt es neu. Ist wichtig ja. Und es, ja, ist gut. Genau. Ist gut. Ich meine, ich glaube, wir haben keinen einzigen Menschen hier in der Firma, die irgendwie Games irgendwas studiert haben. Ja. Du studierst Media Engineering. Ja. Ich habe Mediendesign studiert. Johann hat Elektrotechnik studiert. Ja. Also das ist... Andi Maschinenbau. Andi hat, ich glaube, Mechatronik. Ja, Mechatronik, stimmt. Genau. Chris ist als Allernächster, Gesundheit, mit Informatik als Allernächster an seinem Job dran. Ja. Okay, ich muss hier durch die Fragen durchgehen. Bitte. So lauter coole Fragen durch. Tu es. Hook im Nimmel. Ich habe gerade das erste Mal von Tibia gehört. Wird das heute noch gespielt? Ja, natürlich, du Wahnsinniger. 22 Jahre alt. Wir haben ungefähr 400.000 aktive Spieler. Ja? 400.000 aktive Spieler. Okay? Mich fett. Also die ist wirklich regelmäßig zocken. Ja? Und irgendeiner muss diese 14,6 Millionen Euro Umsatz produziert haben. Ne? Schweden, hauptsächlich Schweden. Hauptsächlich PewDiePie. Ja, genau. So, habt ihr auch im Vertrieb irgendwas eigentlich? Ja, hin und wieder haben wir offene Jobs im Marketingbereich. Genau. Wir nicht, leider. Ja. Programmierer klingt so nach CodeMonkey. Ja, richtig. Ist die School for Games in Berlin bekannt? Ja, habe ich schon davon gehört. Stand sicher in irgendwelchen Bewerbungen drin. So, ich studiere. Der nice Dodge Graves sagt, ich studiere Informatik im zweiten Semester und meine Softwareentwicklung besteht nur aus Verschachteln, Algorithmen in SE 1 und 2 in Java zu programmieren. Frustet ordentlich. ja, richtig. Da musst du durch. Und, du wirst später dankbar sein. Es wird sich auszahlen. Und wenn du jetzt mal was mit diesem super coolen Wissen anfangen willst, dann schnapp dir doch irgendeine kleine Game Engine deiner Wahl und fang an, mit deinen neu erworbenen Kenntnissen irgendein kleines Spiel zu bauen. Ja. Du bist ein Programmierer. Ja. Die Welt steht dir offen. Ja, richtig. Bau doch was Geiles. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Ja. Leute warten immer auf die Erlaubnis, Spiele zu machen. Entwickeln, ja. Na, weißt du, wenn ich heute Abend meinen PC anmache, dann habe ich alles, was ich brauche. Richtig. Ja. Genau. So, ihr braucht keine Erlaubnis, ihr braucht kein fertiges Studium, ja. Ihr braucht keine Ausbildung, ihr braucht kein Abi. Macht einfach. Einfach mal abends nicht vor die Glotze hocken, genau. Und einfach mal nicht das Lieblingsspiel anwerfen, sondern halt einfach mal die Lieblings-Game-Engine anwerfen. Genau, richtig. Einfach mal Unity oder Unreal runterladen und dann einfach mal loslegen. Fachinformatiker, Anwenderentwicklung, Schwerpunkt Oracle Database. Ja, sehr gut. Was glaubst du, wie viel Daten wir bei Zipsoft in Datenbanken reinstopfen? Den ganzen Tag. Mhm. Ja? Freundlich, und das Ganze hochperformant. Gute Datenbankprogrammierer landen bei uns im Tibia-Team. Ja, Siki also. Jackson, du nervst nicht. Ja. Wir sind ja hier, dass ihr Fragen stellt. Ja, tut mir sehr schön. Kannst du hochscrollen? Ja. Ich hätte eine extrem gute Spielidee. Aber ja, wir alle haben ganz viele tolle Spielideen. Ja. Wir alle und haben sie. Ja. Jeder hat gute, tolle Spielideen. Der harte Teil ist, eine Spielidee umzusetzen. Und der wirklich, wirklich härteste Teil ist, irgendwas zu veröffentlichen. Das ist wahr, das ist echt wahr. Genau. So böse das klingt, aber das, ich sage das immer sehr gern, eine Spieleidee ist nichts wert. Ja. Eine Spieleidee, wenig also zumindest. Die Idee an sich, genau. Ist halt so dahergesagt. Jeder hat tausend Ideen für Spiele. Geil. Das Wichtige ist wirklich, dich hinzusetzen und das Ding auszuarbeiten. Und dann fängst du an, einen Wert zu erschaffen. So. Regeln festlegen, solche Dinge. Ja, und ab dann ist es auch schon rechtlich geschützt. Nein. Tim DeLarge. Spieleentwickler allgemein den Ruf, dass es stressig ist und nicht so gut bezahlt ist. Zumindest hat er das gehört. Okay. Es gibt Firmen, die gerne recht wenig, also es gibt Spieleentwickler, Firmen, die gerne wenig Geld zahlen und die Leute halt auch zeitlich dann ausbeuten. Es funktioniert halt, weil die Leute Leidenschaft mitbringen. Das funktioniert insbesondere in Amerika ganz toll. Ja. In Europa und Deutschland ist es weniger. Man muss sich halt überlegen, zu welcher Klitsche man geht. Wenn das eine vernünftige Firma ist, wird sie ihre Mitarbeiter vernünftig behandeln. Ja. Eins ist nämlich sonnenklar, wenn sie ihre Mitarbeiter nicht vernünftig behandelt, dann kriegt sie in absehbarer Zeit keine neuen Mitarbeiter. Genau. Weil es und bringt die sich anderen um. Gehen. So ist es. Und die Spielebranche ist nicht so groß. Ja, man hört von jedem Mist. Das ist richtig. Also such dir eine Firma, die halt irgendwo ein gewisses Standing hat, einen gewissen Track Record und dann geh doch mal in Kontakt mit denen. Die stehen auch irgendwo auf Personalmessen rum. Red doch mal mit denen. Grundsätzlich können größere Firmen mehr Geld bezahlen.
Richtig, richtig. Großkonzerne können einfach mehr so mit Geld wedeln, aber dann, na, wie gesagt, kontinental. Dann programmierst du halt Reifendrucksteuerung. Genau, das ist halt. Wenn du zu Ubisoft gehst, dann programmierst du, dann bist du als Animator, bist du halt dann der Animator von dem einen Charakter, von der einen Schussanimation. Und zwar zwei Jahre lang. Du schreibst als Programmierer ein Tool für irgendein kleines Bauteil. Oder? Kann auch geil sein. Ja, klar. Hast als Track Record, ich war bei Assassin's Creed dabei. Ja, natürlich, aber klar. Als was halt, ne? Ja. Genau. Und bei Zipsoft bist du halt der, ich bin halt im Tibia-Team und ich mach das und das. Ja. Und ich bin verantwortlich für. Ja. Je kleiner die Firma, desto weniger Gehalt, aber desto mehr Stuff darfst du machen. Genau. Genau. So, musst du wissen, was für dich am coolsten ist. Ja, wenn ich fertig bin, in Richtung Game Design zu gehen, ja, mach doch. Ist doch cool. Unbedingt. Kann man machen. Einfach selber machen. Sechstes Semester Game Programming an der HS Trier. Ja. Yes. Liebe Grüße Icy Puff? Nein, an die HS Trier? Nein, Linda. Linda Breitlauch. Liebe Grüße an die Linda. Ja. Genau. Die tolles Studium. Herzlichen Glückwunsch. Wenn du fertig bist, denkst du mal kurz an den heutigen Tag und wer hier auf dem Sofa saß. Lady Vampire sagt, abends hocke ich vor der Glotze und schaue Pixelmaniacs. Das ist gut. Auch valide. Kann man lernt ja auch dabei. Eben, man lernt ja hier fürs Leben. Genau. Ja? Godot Engine, coole Sache. Ist schon wieder ein Riesending. Fang vielleicht kleiner an. Wenn du ganz neu bist, suchst du die kleinste Game Engine, die es gibt und machst das kleinste Spiel, was du dir vorstellen kannst. Das ist ganz wichtig, nicht zu groß anfangen. Ich habe mal in Java Agario gebaut. Nice. Und Asteroids. Geil. Hab euch gerade auf der Startseite gefunden. Klingt spannend. Dankeschön. Nice. Willkommen. Ja. Captain Peng. Coole Sache. Wir bemühen uns. Außerdem, wir sind die Spielebranche. Ja. Er war stets bemüht. Die Spielebranche verkauft Entertainment und Spaß als Dienstleistung. Wir kennen uns damit aus. Ja. Sollte man meinen. Wäre nicht verkehrt. Ich habe keine Spielideen, aber ich glaube, ich habe keine zufriedenstellende Ideen, weil ich nicht weiß, wie ich sie umsetzen soll. Ja, das ist eine gute Mischung, ne? Okay. Die Umsetzbarkeit von Spielideen. Ich glaube, was auch ein großer Punkt ist für Game Designern oder Leute, die es werden wollen. Ja. Nicht jedes Spiel muss digital umgesetzt werden. Ich mag das, auf Twitter geht zurzeit so ein Meme rum, wo du ein Wort und dann das Klatsch-Smiley machst. Ja. Nicht jede Idee muss digital umgesetzt werden. So. Das kann man sehen, ob synchron sind mit Sound. Ja. Wisst ihr, was voll cool ist? Paper Prototyping. PDF-Dokumente mit Spielregeln drin. Von einem Brettspiel. Ja? Ja. Also Spielregeln schreiben ist nicht einfach. Damit sie andere verstehen. Ja, richtig. Also eine Spielregel zu schreiben, die A, interessant ist, und B, andere verstehen. Ja. Richtig. Und C, halt irgendwo ein bisschen Neues. Richtig. Und keine Lücken offen lässt. Ja. Also, das ist Game Design. Das ist Game Design. Ja. Das ist Game Design. Regelmechaniken ist Game Design. Game Design, Dokumente schreiben. Ja. Ja. Und nicht nur so, ich habe da eine tolle Idee. Genau. Sondern halt so, was ist denn toll? Genau. Ja. Was ist denn echt jetzt toll? Was macht bitte, das aus? Oh Gott. Richtig. Denk kleiner. Denk kleiner. Unbedingt. Und wenn ihr der Meinung seid, es ist klein genug, denk noch kleiner. Dann schneidet ihr die Hälfte weg. Ja, richtig. Und versucht nur mal den Rest irgendwie so euch zu überlegen, wie es funktioniert. Ja. Denk kleiner. Und ganz wichtig, ich habe eine Idee für hier in meiner Welt, Gregorion ist der Bösewicht, Ladufius und der muss von den Helden bekämpft werden. Das ist kein Game Design. Nein, das ist... Das ist Story, das ist Theme, das ist Lore. Ja. Das ist kein Game Design. Genau. Regeln, Konzepte, Systeme. Systeme. Das ist Game Design. Wir haben Lore in Tibia. Um Gottes Willen. Genau. Wir haben kein Lore in Panzer League. ernsthaft. Also wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, in Panzer League, Five of Lore. Also es gibt so ein paar Beschreibungen von Panzern. Ja. Ja? Ja. Das ist der Acid Tank, das ist der verrückte Wissenschaftler drin und der schießt mit giftigen Projektilen um sich. Punkt, das ist die Lore. Ja. Ja? Und dieses Game ist rein Mechaniken und Multiplayer Gaming. Da ist keine Story drin. Wir haben keine echten Writer. Wir haben Game-Content-Designer für Tibia und Panzer League. Ich muss mich nochmal ganz kurz entschuldigen. Und ein kleiner Teil derer Arbeit ist, Lore oder Texte zu schreiben. Ein viel größerer Teil ist, Game-Content zu generieren. Ja. Level-Design, Map-Design, Quest-Design, Balancing. Natürlich NSCs,
die dann halt auch reden und die Quest beschreiben, da klar, ist dann Text drin. Ja. Aber der kleinste Teil ist wirklich Lore. Und dieses Ganze, ich habe eine tolle Idee und dann fängst du an mit einer Spielwelt, wie Steve schon sagte. Ja. Nein, sorry. Ist ein anderes Ding. Ja. Thema Verfehlung. Ja. Okay. Habt ihr auch Full-Remote-Arbeitsplätze oder nur vor Ort? Also, Zipsoft bietet ausschließlich Arbeitsplätze im Büro vor Ort in der wunderschönen Stadt Regensburg an. Ja. Genau. So, könnt ihr den Gast nochmal vorstellen? Habe den Anfang verpasst. Hallo, Valfurius. Mein Name ist Matthias Rudi. Ich arbeite für die Zipsoft GmbH in Regensburg. Und ich bin heute hauptsächlich da, um drüber zu reden, wie toll wir sind. Naja, ernsthaft. Ja, und alles, was dazugehört. Genau, was wir machen, was wir für Spiele machen, was ich mache. Ich bin Teamleiter des sogenannten Innovationsteams. Ich kümmere mich darum, gemeinsam mit meinem Team und der Geschäftsführung herauszufinden, was ist das nächste coole Spiel, potenziell kommerziell erfolgreiche Spiel, ja, mit was unsere Firma Techniken entwickelt. Mit ja. Pipapo. Und genau. Xandosch, vielen Dank für den Sub. Auch schon 27 fucking Monate. Ja. Stufe 2 sogar. Vielen Dank. Mäzel, deine Händespitze, vielen Dank. Dankeschön. Ich laufe so in die Arbeit, ja? Also, ich habe schon erwähnt, dass der offizielle Dresscode bei uns ist. Immer entspannt. Ja. Was sind die häufigsten Probleme bei der Umsetzung von Spielideen? Was sind die dass sie nicht kaputt sind? Ja, genauso wie beim, dass die Regeln nicht kaputt sind, ja, dass sie funktionieren, auch wenn die Leute es länger spielen. Ja. Oder insbesondere auch, dass andere sie verstehen. Und dass andere keine Möglichkeiten finden, sie kaputt zu machen. Die müssen halt rund und abgeschlossen sein. Was wir bei Game Design, was uns wichtig ist, ich meine, wir verfolgen oft das Free-to-Play-Modell. Ja. Uns ist wichtig, dass die Game Designer Monetarisierung vom Anfang an in ihr Game Design einbauen. Also Game Design und Monetarisierung funktioniert dann am besten, wenn es von Anfang an so verknüpft ist. Ja. Völlig smooth ineinander geht und nicht das eine oder das andere irgendwie stören wirkt. Die gehen ineinander, dann ist prima. Ja, dann sind die Spieler happy, dann sind wir als Entwickler happy. Ja. Ist auch das A und O beim Free-to-Play-Modell. Anders wird es ja auch gar nicht funktionieren, würde ich sagen. Ja, genau. Der Saber, er schreibt ein kleines Programm für die Mauskameraführung. Genau. Hey, du setzt dich hin und entwickelst irgendwas im Bereich Spielentwicklung. Coole Sache, finde ich lobenswert. Ja. Wie ist das bei euch mit, der Kinger.de fragt, wie ist das euch mit Pair-Programming oder sogenannten Tandems-Jobs? Nein, haben wir nicht. Wir haben halt Teams, wo man auch in einem Zimmer hockt und dann mal natürlich miteinander kommuniziert, aber die meisten Leute arbeiten doch an ihrem eigentlichen Problem sehr selbstständig. Das Einzige, wo wir das Vier-Augen-Prinzip haben, ist bei Merges von Code-Branches. Oh ja. Das macht keiner alleine bitte, sondern das machst du zu zweit, weil das klingt viel schief. Sehr sinnvoll, ja. Genau. Das klingt echt blöde sinnvoll, Frage, aber mit welcher Programmiersprache programmiert ihr Spiele? Gute Frage. Tibia, C++, weil vor 22 Jahren gab es wenig anderes. Wir benutzen für Tibia relativ viel PHP für die Webseite, ist ein Mordteil in PHP, auch die internen Tools ist viel PHP, ein bisschen JavaScript ist dabei. Wir benutzen viel C-Sharp mittlerweile wegen der Projekte, die wir mit Unity machen. Ich persönlich finde C-Sharp sehr interessant. Ich persönlich finde auch JavaScript sehr interessant. Kann man coole Sachen mitmachen. Ich habe komplette Prototypen schon in JavaScript gebaut. Genau. Nicht so schnell. Kannst du noch mal ganz kurz hochscrollen? Bitte, danke. Ja, das hatten wir schon. Genau. Der Trunk X sagt, kleine Projekte, auf die man verweisen kann. Genau. Das ist cool. Gerade wenn du dich halt bewerben willst, in die Spielebranche reinzukommen, sind Projekte Gold wert. Ja, immer mehr herzeigen als alles andere. Was braucht man für eine der Krawallet fragt, okay, und was braucht man für eine Fachinformatiker Anwendungsentwicklerausbildung? Ja, erstmal wenig, weil du bist ja erstmal am Anfang deiner Ausbildung. Ja. Vermutlich er hat Schule. Der Fietschei sagt, er hat vor 10 Jahren mit MATLAB ein kleines Spiel geschrieben. What? Da war das eigentlich Respekt. Das ist nicht schlecht. Ja, genau. Wir reden zu viel über Programmierung. Tut mir leid, ich bin Programmierer tief in meinem Herzen. Um Gottes Willen. Wir haben hier einen Programmierer, einen Artist und einen Designer sitzen. Also wir haben alles vertreten hier. So, gute Frage von Frankie BM. Wie kann man als absoluter Anfänger anfangen, daheim ein bisschen was auszuprobieren? Fang an, was auzuprobieren. Game Maker Studio. Ja. Das ist ein Tool. Das da brauchst du eigentlich keine Programmierkenntnisse. Das ist genau für Leute wie dich gedacht.
RPG Maker kann ich auch groß empfehlen. Genau, das lässt du runter, das kostet, kannst du dir auch die kommerzielle Version kaufen und dann fängst du mal an, ihre Tutorials nachzubasteln. Genau. Ja, ja, das ist wirklich, soweit ich weiß, also nicht abwerten, Clicky Bunti. Ja, ist es, absolut. Dass du ohne Programmierkenntnisse halt per Drag and Drop und Einstellungen Sachen zusammenbaust und halt irgendwas. Ja, genau. Aber so lernen wir die Basics. Ja, man genau. Zeigt dir schon keine Ahnung hat, ja. Die, es gibt Game wie man als Programmierer denken Game muss. Game Maker, RPG Maker, Construct. Ja. Da gibt es auch noch einen. Genau, ja, richtig. Keine Ahnung, ob es noch mehr gibt. Es gibt immer mal wieder im schulischen Bereich so Programmierkurse, Projekte, wo die halt Kids, die auch nicht programmieren können, ja, beibringen wollen, was ist Logik? Ja, ja, genau. Also auch da mal umschauen. Also gerade Microsoft hat auch irgendwie eine Umgebung. Kribo fragt, irgendein berühmtes Spiel, das euer Studio entwickelt hat. Erstmal, warum Studio? Wir sind vielleicht ein Studio. Ja, wir sind 8 Mann. 9 Mann, 10 Mann? Ja, ist auch schon, ein Studio. Ja. Aber das sind 90 Leute. Wir sind ein mittelständisches Unternehmen, ja, wie es so schön heißt. Ja. Ja. Mittelständisch. Ist es irgendein berühmtes Spiel. Anscheinend ist Kribo noch nicht so alt, weil sonst hätte er von Tibia gehört. Vielleicht ist Tibia älter als Kribo. Also Tibia ist vielleicht kam er auch zu spät. Tibia ist 22 Jahre alt. Das ist heftig. Ja. Tibia ist 22 Jahre alt. Echt und heftig. Ist unser bekanntestes Spiel. Wir haben noch Tibia ME Mobile Edition auf Smartphones und allem, was irgendwie ein Mobilgerät ist und ein Bildschirm hat. Die erste Version von dem Ding war noch monochrom. Geil. Mhm. Super geil. Und dann haben wir noch Panzer League. Das wollten wir nochmal kurz zeigen, wenn wir gerade. Ja, nicht zwingend, wir reden über so viele schöne Themen hier. Ich habe vor 15 Jahren bestimmt 1000 Stunden Tibia gespielt. Hast du denn bei dem Mobile Game von Tibia mitgewirkt? Ja, ich habe den Content Editor, das Tool, mit dem unsere Game Content Designer den gesamten Content gestalten, das heißt selber geschrieben. Quests und solche Geschichten. Ja, alles. Also, du brauchst, um Tibia den Content zu machen, brauchst du das Tool, das ich geschrieben habe, das mittlerweile weiterentwickelt wird von anderen. Photoshop und Texteditor. Und eine Source-Verwaltung. Ja, genau. Oh, da ist eine längere Frage. Wer hatte ursprünglich die Spielidee für Tibia? Oh. Fragt Tudo Caro. 4 Studenten während ihrer Studienzeit. Steve, Stefan, richtig. Guido und Uli. Leider. Das sind die 4 Firmengründer, Firmeninhaber immer noch. 3 davon sind auch noch in der Firma aktiv, der eine ist raus. Und die haben sich in ihrem Studium gedacht, wir haben jetzt Programmieren gelernt. Jetzt machen wir was Geiles damit. Machen wir doch mal Ultima 6 Multiplayer. Und das haben sie dann gemacht. Und dann war das Studium fertig und dann haben sie gesagt, jetzt haben wir hier so ein Hobbyprojekt und es ist irgendwie, es läuft schon irgendwie so auf Uniservern irgendwo so mal und es hat auch irgendwie Spieler. Ja. Und jetzt war die Grundsatzentscheidung, suchen wir uns jetzt einen gescheiten Job. Wie alle ihre Eltern gesagt haben, sucht jetzt euch einen gescheiten Job. Und dann haben sie gesagt, nö, wir versuchen aus unserem Hobbyprojekt ein Spiel zu machen, also ein kommerzielles, haben dann eine Firma gegründet und jetzt ist 2019 und wir machen richtig Schotter und wir haben 90 Mitarbeiter, also 90 Leute. Mal fast 15 Millionen Euro Umsatz gemacht im letzten Jahr. Das ist das häufigst gefallene Buzzword heute. Ich glaube auch, ja. Ich bin unfassbar begeistert davon. Wir auch. So wir auch. Ich meine, jetzt erzähle ich dir noch was Geiles. Alle Mitarbeiter haben eine sogenannte Tantieme. Das heißt, eine Beteiligung am finanziellen Erfolg der Firma. Ja? Ein gewisser Prozentsatz des Firmengewinns vor Steuern wird direkt an die Mitarbeiter ausgeschüttet. Abgefahren. Ja. Sehr lobenswert. April. Ja. Damn! Das war, wie ich krieg. Neues Auto? Jeder Mitarbeiter. Neues Auto? Wäre drin, ja? Kein Problem. Tesla? Nein. Die sind günstiger geworden jetzt. Die sind günstiger geworden, aber dafür reicht sie. Nein, wir dieses Jahr, nachdem 2018 kommerziell so erfolgreich war, kriegen alle Mitarbeiter, weil alle Mitarbeiter halt relevant sind für den Firmenerfolg, kriegen wahrscheinlich nochmal so knapp ein halbes Jahresgehalt obendrauf. Wow. Weil alle sich gedacht haben so, what? Scheiße, ey. Leute, bewerbt euch. Ja. Scheiße, ernsthaft. Ja. Noch mehr Punkte, also, die dafür sprechen. Also jeder, der sich heute da nicht bewirbt, nee, sorry, kann ich nicht verstehen. Ja. Außer und, ihr habt schon einen Job, der mehr zahlt. Erwähnen, dass ihr von Markus, von Pixelmania Steve kommt. Von das Pixelmania. Ist er hier. Okay. Also, magst du noch mal kurz hochscrollen? Da war noch ein paar Fragen. Ja, da war noch eine Riesenfrage. Eine lange Frage. Boah, ja. Hier, bitte. Ja, ich muss es ganz schnell lesen, das kann ich vorlesen. Ja. Haben Sie zusammen eine Ausbildung zum AELA abgeschlossen, bin jetzt B2B-Commerce Butze. Ja. Machen wir PHP, JavaScript, Doctrine, würde aber lieber Game Design, C++. In der Freizeit mal ein bisschen geschaut, aber das geht in der produktiven Realität vorbei.
einfach bewerben oder was würdest du denn das einstellen? Wenn Mezel, konkreter Fall an Mezel, per PJS, coole Sache, habe ich schon erwähnt, dass wir gerade eine offene Stelle als Webentwickler haben? Ernsthaft? Also wenn du mit PHP und JavaScript Erfahrung hast, dann haben wir da eine Stelle für dich. Ganz ehrlich. Zuerst die ist da. Pixelmaniacs. Ja, genau. Weil wir suchen einen Webentwickler, der halt unsere Tibia-Webseite und auch das Tibia-Backend und das Tibia-interne Support-Tool und das interne Payment-Support-Tool und den News-Ticker für Tibia intern. Na, das muss ja auch geschrieben werden. Eben, ne? Und das ist viel Zeug. Also kann man probieren. So, wenn du aber ins Game Design willst, dann ist eine Programmiererstelle der falsche Einstieg. Dann musst du dir halt im Game Design Fähigkeiten selber aneignen irgendwie. Genau. Ja? Und dich dann später als Game Designer bewerben. Ich denke, das Einfachste zum Einsteigen wird wohl JavaScript sein, oder? Man braucht einen Browser. Mit JavaScript kann man halt sehr cool, recht schnell Sachen machen. Ja. Und das Geile an Browser-Games ist, du musst dem anderen nur einen Link schicken. Genau. Und dann klickt er einfach drauf und dann geht das Spiel los. Ja, absolut, ja? Diese ganzen IO-Games. Klar. Es ist so, hey, hier, Link, da, genau. Klick, hier, drin, Spiel mit, sag, yeah, wow, richtig. I love them. Ja, ja, also super. Absolut, ja. Aber man kann auch in anderen Sprachen das machen als in JavaScript. In der Schule nur mit Scratch ein bisschen rumprobiert. Kann man im Internet Shop for free benutzen, lernt man da auch schon ein bisschen. Was ist denn Scratch? Scratch ist eine für ist auch so Clicky-Bunty, ja, oder? Ja, es ist sehr viel Clicky-Bunty und man kann so Bausteine, also Code-Bausteine miteinander verbinden. Also visuelle Programmierung genau, heißt genau. Es. Genau. Kann man schon was lernen, ja. Ja, auf jeden Fall. Für den Anfang. So, der Kinger.de fragt, ob Unity 3D eine gute Grundlage ist. Ja, natürlich. Was für einen klassischen Editor empfehlen? Sorry, aber Unity ist alles in allem. Unity ist halt ein Riesending. Ja, also, absolut. Wenn du das erste Mal Unity aufmachst, hast du keine Ahnung, wo links und rechts ist. Ja, das ist ein Monster an Tool. Ja. Und das ist auch noch kostenlos. Wie geil. Richtig, das ist immer. Unity ist super Einsteiger. Wir verwenden Unity ganz aktiv. Ja. Ja? Aber als Einsteiger kann man machen, die nötige Motivation vorausgesetzt. Aber als Einsteiger würde ich es eine Nummer kleiner machen. Aber also wenn du die Motivation hast, go for it. Auf jeden Fall. Unity, coole Sache. Und die haben auch super Tutorials mittlerweile. Ja. Genau, mit Unity, der Trunk X spricht an, ob man jetzt für 3D oder 2D machen lassen willst. Für 2D gibt es einfachere Engines. Ja, gibt es. Unity kann auch 2D. Unity ist ziemlich gut in 2D Unity mittlerweile. Die werden immer mehr. Ja. Project Tiny. Schon gehört? Ja, nee. Unity, ach so, doch, ja klar, logisch. Unity hat eine spezielle Variante für Messenger Games. Ja. Und interaktive Werbebanner. Ja. Also, stimmt. Computerspiele in Werbebannern. Cool, oder? Ja, super, ja. Ja, geil. Genau, halbes Jahr. Ria Starchild. Dankeschön, Ria, für den Sub. 10 vielen Dank. Monate, alter Schwede. Und der Densen, der hallo. Densen hat gehostet. Densen grüß euch, ja, ihr Densomanen. Densener. Ja, hast du schon eigentlich Mario jetzt schon gekauft? Hast du die Lizenz? Hast oder? Die Lizenz. Genau. Ich habe der Propan-Ben, ja. Grüß euch alle miteinander. Magst du mal ganz kurz unten alle abholen, dass wir da auf dem neuesten Stand sind? Okay. Alter, da geht's ab hier. Alle. Habe ich alles in Edels. Sehr gut. Sehr, sehr schön. Wir streamen jeden Donnerstag um 17 Uhr. Genau. Vielleicht morgen auch. Vielleicht auch morgen. Mal gucken. Mal gucken. Mal gucken. Vielleicht gibt's ein Spezial. Ja, heute sind bei mir. Spezialstream. Das ist Sie von der Markus? Ja. Von Pixelmania? Ausnahmsweise sind wir mal da. Ja, genau. Falls jetzt Fragen untergegangen sind, dann bitte jetzt noch reinwerfen, weil wir neigen uns langsam dem Ende. Ja, genau. Bevor wir gehen, möchtest du Panzer League nochmal zeigen? Oder nicht wollen zwingend wir mich. Also ich meine, also Panzer League ist ein tolles Game. Ja, ich war der Entwicklungsleiter. aber es ist ein Mobile, also es läuft auf, ich meine, jeder hat ein Smartphone in der Tasche. Und es ist free. Ja. Es ist free to play. Einfach in den App Store gehen, einfach loszocken, alles cool. Zieht euch Panzer League rein. Sieht nett aus, hat Zipsoft gemacht, ist ein deutsches Spiel. Coole Sache. Aber ich muss das jetzt nicht unbedingt zeigen, weil das kann jeder selber machen. Ja. Ja. Es ist was mit Panzern und Schießen. Was willst du mehr? Ja, genau. Und was ist der Datenverbrauch von Panzer League? Ja, der ist ziemlich hoch. Was noch viel schlimmer ist dein Akkuverbrauch. Ja, aber das ist immer so mit 3D auf Mobile. Das ist und richtig. Ich persönlich, mein Eindruck ist gerade, dass die Fragen hier im Chat interessanter sind. So als du, um Gottes Willen, sehr, sehr gern, absolut. Genau. Ehrenmänner. Kaufe ich auf Jinx als First Item Rageblade oder EA Rageblade auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was es geht, aber ja. Ich bin EA. Der Kimo möchte Fragen wissen, die wir nicht beantworten ich können. Ich bin eher auf EA. Ich bin auf Rageblade. Okay. Eindeutig. Ja, wenn man in die Spielebranche möchte, durchaus mal ein bisschen recherchieren. Unbedingt. Was hat die, also auch als Arbeit,
Arbeitnehmer? Ja. Was ist das für eine Firma? Richtig, genau. Ja. Genau. Das ist, wie lange gibt es die schon? Ja. Wie viele arbeiten da? Was, na, was haben die für Spiele? Wie lange, also wie behandeln ihre Mitarbeiter? Ja. Was erzählen andere drüber? Kennt die jemand? Sind die auf Recruiting-Messen? Richtig. Suchen die aktiv? Sind Leute? Die cool? Ja. Ja. Ja, genau. Also es fängt an mit Faden. Gut. Genau. Genau. Ja, also wirklich erstmal schauen, passt das Studio überhaupt zu euch? Wann, Kribo fragt, wann Zipsoft die Pixel Maniacs übernimmt? Gar nicht. Ja. Hier. So, der Eagle RM, interessante Aussage, weil persönlich erscheint mir Escape the Loop von Pixel Maniacs wesentlich interessanter als die Free-to-Play-Spiele von Zipsoft. Ja, okay? Ja. Ja, ist doch cool. Nee, ich meine, also das ist, jeder hat seinen eigenen Genres, also, halt, ne? Die Geschmäcker sind unterschiedlich. Absolut. Deswegen ist Platz für viele da. Sowohl von den Spielern als auch von den Entwicklern. Ja. Man muss dazu sagen, das Geld gibt euch recht. Ja, wir sind halt auch schon länger da, aber ja. Klar, Escape the Loop. Nee, eben, das coole ist, Idee. Ihr habt eine Förderung dafür bekommen, nicht ohne Grund. Herzlichen Glückwunsch, coole Sache. Er bringt's raus. Also es findet hoffentlich sein Publikum. Ja. Hoffe ich, und ja. Man muss da gar nicht in großen Konkurrenz denken. Nein, überhaupt nicht. Weil das ist auch das Schöne in der Spielindustrie, finde ich. Es gibt wenig Konkurrenzdenken. Auch auf Konferenzen. Also das ist sehr umgänglich. Ja, also man absolut, redet nicht. Familiär, solange man jetzt nicht über reine Businesszahlen redet, die rückt keiner raus, aber so mal hier unter Entwicklern, die Sachen entwickeln, super Austausch. Ja, ich habe jetzt kürzlich eine Recherche gemacht in einem hardware-nahen Bereich. Heiliges Blechle. Ja. Da findest du ja nichts. Da musst du erstmal irgendwo ein paar Mal bei irgendeiner Webseite registrieren, damit man irgendwas rankommt, und dann sagen sie dir, wir hätten gern $600 dafür, damit wir dir irgendwie Informationen geben. Ja, genau. Dann denke ich mir, Alter, also was für ein Luxus habe ich in der Spielebranche. Ja. Da redet jeder, guck mal, wir haben was Geiles gemacht, und ich erkläre es auch jedem, wie es funktioniert. Ja, ja. Hier meine Konferenzen, genau. Was weiß ich. Vorträge, überall, richtig. Alles genau. Open Source im Netz, hier, cooles absolut. Demo. Hey, schaut hier, mal, so haben wir das gelöst, Stack Exchange, damit ihr nichts nochmal lösen müsst. Stack Overflow, einfach in Google eingeben, wir haben Probleme mit sonst wie. Löse ich, und alle das sagen, ist ja, ungefähr so. Das ist total geil. Das, und in anderen Branchen, das ist so den Nein, Arsch, bloß nicht. Um Gottes Willen, ich erzähl dir doch nichts. Ja. Weil du könntest ja, keine Ahnung, wer du bist. Richtig. Und in der Spielebranche, hey, was machst du Geiles? Ja. Hier, ich zeig's dir. Klick nach. Genau, so richtig, macht man's. Genau. Ja, also, das ist Wahnsinn. Auch, wenn ihr Spieleideen habt, und das habe ich jetzt schon ganz, ganz oft mitbekommen, macht euch keine Sorgen, dass euch die jemand klaut. Das passiert nicht. Also, es passiert doch, also nicht ausnahmslos. Es nein, gibt überall Arschlöcher, aber das ist die Leute 0,001%. Weil die von haben den ihre Leuten. Eigenen guten Ideen. Richtig, und nachdem eben, keiner genau. weiß, ob die Idee erfolgreich wird, richtig, das ist es. Kopiert die keiner. Richtig. Weil das Einzige, was kopiert wird, sind erfolgreiche Konzepte. Ja, ja? Schau dir Flappy Bird an. Ja. Wie viele Da kam Flappy Bird raus. Ja. Coole Idee. Ja. Coole kleine Idee. Ja. Und jeder hat gesehen, na, das Ding zu klonen und zu kopieren, das schaffe ich auch. Das kann ich ja auch. Ja. Ja? Und dann, klar, jemand hat bewiesen, dass es erfolgreich ist. Es ist eine erfolgreiche Spielidee. Und dann wird die kopiert wie blöde. Ja. Genauso dieses Zahlenspiel da, diesen Mobile 1248. 2048. Genau, so. Genau. Das wurde kopiert ohne Ende. Ja, absolut. Ich stelle mir Entwicklertreffen vor, wie große Kinder, die mit Lego spielen und die Idee und Umsetzung der anderen genauso bewundern wie die eigene. Ja. Ganz genau so ist es. Die GDC ist eine riesengroße Selbstbeweicherung, wie cool wäre das. Absolut. Es ist ein Klassentreffen, ein riesengroßes Klassentreffen. Ja. Genau, schon ein bisschen hochscrollen, da war eine gute Frage. Ja. Na, ein Stück noch hoch, bitte. Genau. Dabei Fures fragt, wie komme ich am besten in Kontakt mit der Gamesbranche bzw. den Firmen? Bist du schon? Mediendesign, Informatik, aber an der Hochschule. Aber Kontakt zur Wirtschaft haben wir nicht. Also Punkt Nummer 1. Es gibt mittlerweile in jeder größeren deutschen Stadt einen Spieleentwickler, Stammtisch, Treffen, irgendwas. Da geht man hin und sagt, hallo, ich bin derjenige, diejenige. Ja, ich mach was. Oder du kommst zu den Pixel Maniacs in den Stream und fragst, wie man in Kontakt kommt. Du suchst und im Rahmen, also deine Hochschule ist in einer Stadt, du guckst einfach mal, was es in dem Bundesland an Firmen gibt, die Spiele entwickeln. Ja? Und dann suchst du mal mit diesen beiden Suchbegriffen in Google, ob die irgendwo gemeinsam auftreten. Genau. Ja? Praktika. Oder du schreibst die mal einfach konkret an, hey, hi, seid ihr zufällig auf Recruiting-Messen oder auf Spieleentwickler-Treffen oder beim Indie-Outpost oder kennt ihr wen? Oder beim Talk in Dev in München oder genau, whatever. Ne? Also, wo treffe ich euch? Ja. Ich würde gerne mal quatschen oder euch kennenlernen. Ja. Oft kannst du auch mal vorbeischauen.
Ja, nee, nee, das. Nein, ja, nein, ist das bei euch nicht so? Nein, nein, nein. Bei uns kannst du vorbeikommen. Ja, mit Ankündigung. Nicht, mit Ankündigung, nein. Bitte mit Ankündigung. Kein. Nein. Nein? Nein. Bei uns stehen regelmäßig Tibia-Spieler vor der Tür. Ja. Echt? Oh. Ja. Ach so, okay, ja, okay. Gut. Bei euch ist es was ganz anderes, ja. Klar. Ja. Also, da gibt es auch harte Polen. Nein, no shit. Der fährt da aus Polen an, steht vor der Tür und sagt: Ernsthaft? Er hätte ein Support-Problem. Und dann sagen wir ihm ja: Nee, nö, krass. So läuft es nicht. Wir haben eine E-Mail-Adresse aus gutem Grund. Ja. Und wir werden dir unter keinen Umständen jetzt helfen. Weil ja, das kann ich wir verstehen. Wollen das nicht. Ja? Ja, wir haben einen Customer Support X-tausend und der offizielle Spielern, Kanal ja. Ist die E-Mail-Adresse. Ja, und da wird dir geholfen. Ja. Hier werden sie geholfen. Ja? Darf ich auch Bing benutzen? Nein. Du kannst am besten benutzt du DuckDuckGo, ja. Weil die tracken dich nicht. Ja. Aber bitte nicht Bing. Okay. Einfach mal in Suchmaschinen halt suchen, welche Firmen wo sind. Und sich dann mal erkundigen, was die machen. Aber ganz ehrlich, wer in die Spielebranche rein will, der geht in den Discord von Pixel Maniacs. Der geht, ernsthaft, kommt zu uns in den Discord, ja? Der guckt einfach mal nach, was Spieleentwickler treffen in der persönlichen Umgebung halt sind und geht da halt einfach mal hin. Da weiß doch keiner. Die sind doch alle ganz nette Leute. Fahrt auf kleine Messen oder keine Ahnung, gibt genug Ansammlungen von Leuten. Genau. So, Wolf Huches fragt, wenn ich nach Spielefirmen in Deutschland über Internet suche, dann kommt eine überschaubare Menge zusammen. Sind diese schwer zu finden oder sind es wenige? Erstens, es sind wenige. Ja. Und zweitens, es gibt einen großen Prozentsatz winziger Firmen, die keine Sau kennt. Ja. Ich habe letztes Jahr festgestellt, oder vorletztes, es gibt noch zwei andere Spieleentwickler in Regensburg. Ja, die findet man halt nur durch Zufall genau. Als wir den Indie-Outpost übernommen haben, ist uns aufgefallen, wie viele Spieleentwickler es überhaupt in der Region gibt. Ja. Das wussten wir davor auch nicht. Also man muss wirklich mal recherchieren. Der Haken an der Sache ist, die machen ja auch leider dicht oft. Ja, es kommen neue, es gehen alte. Ein paar Schwergewichte bleiben. Ja. Genau, so. Icypath fragt, sind Spiele programmiert... Ausrufezeichen Discord. Entschuldigung. Discord, ja genau, ab in Discord-Channel. Tudu Caro, ganz kurz, Customer Support muss ein nicht so toller Job sein. Doch, der ist cool. Hin und wieder schreiben dir die Leute, hey, vielen Dank, cool, ihr habt mir helfen können, super. Icypath fragt, sind Spieleprogrammierer sehr gesucht oder ist das ein eher überlaufender Fachbereich? Überlaufen. Im Gegenteil. Wir konkurrieren halt mit großen Firmen, die Programmierer auch haben wollen. Ja, ja. Wenn du gut bist, dann findest du einen Job. Vielleicht in der Spielebranche. Ja. Genau. Auch für alle, wenn wir jetzt hier weg sind, kommt in unseren Discord, stellt da Fragen. Wir haben eine sehr hilfsbereite Community, wir sind auch da. Wenn ihr Hilfe brauchen könnt. Oder Informationen oder irgendwas. Wir helfen da auch gerne weiter. Alter. Auch im Austausch mit anderen Leuten. Ja. Whatever. So, ich würde sagen, wir raiden jetzt demnächst mal bald die Sally. Ja. Haben wir schon lange nicht mehr geradet, haben wir lange nicht mehr Hallo gesagt. Genau, du meinst langsam Schluss. Auf Shop, ja, hier. Ja, gamesmap.de. Forb schreibt, auf gamesmap.de findet man einige Studios. Genau, cooler Link. Vielen Dank. Danke für diesen Link, Forb. Spartan 117, Chief. Habt ihr eigentlich auch Projekte, welche ihr aus Langeweile mal angefangen und mit nicht viel Anerkennung geschenkt habt, aber dann später gemerkt habt, wie cool die Idee dennoch war? Escape the Loop, Johann. Unten links ist der kann man muten. Genau. Mute-Button. Wir nicht, nein. Ja. Weil wir machen nichts aus Langeweile. Ja. Also wir haben durchaus, also da kann man muten. Zeit ist Geld. Und wir schauen uns halt, also wir stecken Zeit in die interessanten Projekte und was langweilig ist, wird. Ja, dafür ist auch eure Innovationsabteilung da. Ja. Rauszufinden, ich mein, was irgendwie richtig, Potenzial hat. Ja, der Innovationsprozess, das Ziel ist, möglichst schnell rauszufinden, was das gut nicht. Ist und was gut nicht. Nein, nein, genau. Oder was nicht. Die Entscheidung, nein, so nicht. Ja. Das nicht. Klar, richtig. Ja? Weil für diese Entscheidung haben wir früher viel zu lange gebraucht. Ja. Und diese Entscheidung ist mittlerweile sehr streamlined. Ja. Ich bin, was ich am allerbesten kann in meinem Job, nein sagen. Spieleideen absägen, einstellen, aufhören. Das ist schwer, das ist ein Skill. Ja. Kommt davon, von wem sie kommen. Ich glaube, von außen ist es leichter, als wenn sie von einem selber kommen. Ja, ja, absolut. Ja. Raus zu sagen, okay, nee, die Idee war Mist, das will gelernt sein. Ja. Wobei, als Gegenbeispiel, Chief, muss ich sagen, Escape the Loop habe ich
in der Schule angefangen damals, vor langer, langer Zeit. Und das halt immer weiterentwickelt, immer dran geblieben und immer wieder zurück dahin gekommen. Und jetzt hat es eine EU-Förderung und eine FFF-Förderung bekommen. Hey, coole Sache. Ist die Ausnahme. Als Hobbyprojekt, ja. Hervorragend. Ja, also das kannst du halt als Freizeit-Hobbyprojekt gut machen. Ja. Ja, und immer mal wieder am Ball bleiben, genau, je richtig. Nach eigener Motivation. Ja, aber aus Sicht einer kommerziellen Firma macht es halt Sinn, Ressourcen da reinzustecken, absolut. Wo halt auch dann hinten was rauskommt. Klar. Gar keine Frage. Ja. Icy Pub sagt, danke für das tolle Interview/Q&A. Liebe Minus. Vielen Dank, dass ihr alle da wart. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich würde sagen, das haken wir es langsam mal ab. Wenn ich euch sehe, fällt mir der Entwickler von Factorio an. Ja. Da entstand auch seine laut seiner Aussage aus Langeweile erst. Ja. Das ist, wie gesagt, es passiert. Es ist nicht die Regel. Ja. Factorio habe ich voll abgesüchtelt. Ja? Hart. Ich bin Programmierer. Ja, also Programmierer haben so ein internes Muss-das-Optimieren-Ding. Ja. Und dann kommt Factorio daher und denkt sich, ich muss das alles optimieren. Ja, verstehe ich. Ja. Liebe Grüße aus München. Den Typ in der Mitte kenne ich von der Gamescom 2018. Gruß, Steven. Den Typ in der Mitte. Das bin ich hier. War das jetzt ein Gruß Steven oder ein Gruß an Steven? Ein Gruß von Steven an Steven. Ja, dann ein Gruß von Steve an Steven. Ja, okay. Prima. Forward Flash. Ja. Genau. Mal Imperium nicht auf Linux läuft. Was? Ach so. Okay. So passiert's. So, genau. Leute, jetzt müssen wir langsam mal hier auf die Bremse. Außer ihr habt noch massiv viele Fragen. Ich weiß nicht, wie sieht es denn mit deiner Zeit aus? Echt, alles cool. Ich bin gern hier. Mir macht es auch Spaß. Also beim Matthias Rudi ist alles cool. Das heißt, wenn jetzt noch Fragen da sind, dann haut sie jetzt noch raus. Ansonsten bedanke ich mich jetzt schon mal an euch alle, dass ihr da wart. Es war super. Wie viele sind denn eigentlich da? Wo steht das? Haben wir gerade nicht dastehen. Ja. Aus dem Off brüllst rüber. 800! Sehr schön. 800 Leute. Ja, vielen Dank euch. Ja? Es ist super, super schön, dass ihr alle da wart. Ich mache das auch zum ersten Mal. Ja? Ich sitze hier in dem Interview zum ersten Mal. Ja, ja dann vielen Dank. Zuerst gehört bei den Pixelmaniacs. Ja. Da habt ihr es. Genau. Xbox UTV hat gerade eben erst leider eingeschaltet. Schaut dir das VOD an, kann ich sehr empfehlen. Schaue ich wirklich gern. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Schaut dir auf jeden Fall das VOD an, kann ich sehr empfehlen. Es war ein sehr, sehr spannender Tag. War lustig, vielen Dank. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für super viele, super tolle Fragen. Ihr wart alle sehr interessiert. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Es kamen auch wieder ein paar Subs dazu. Es kam auch ein Haufen Subs dazu. Vielen Dank Follows, an alle Subs und an die Host. Vielen Dank für den Host, an Densen. Vielen lieben Dank euch. Dir, Matthias, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst. Hat super viel Spaß gemacht. Ja, herzlich gerne. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Das möchte ich doch meinen. Ich bin im Juli wieder beim Indie Outpost in Nürnberg. Geil. Halte ich einen Vortrag. Habe ich schon einen Termin. Wie hast du das richtige Thema? Was ist das Thema? Richtig bewerben. Genau. Nice, sehr schön. Wunderbar. Der Vortrag hat einen Arbeitstitel. Richtig bewerben. Ihr Idioten. Also wenn ihr regelmäßige Indie Outpost-Gänger seid oder auch wenn ihr es nicht seid, spätestens da müsst ihr vorbeischauen. Indie Outpost Nürnberg. Genau. Sollte man erwähnen? Sollte man erwähnen. Gibt es auch in Würzburg, genau. Kann man auch vorbeischauen? Nochmal, wenn ihr Entwickler oder Designer seid oder in der QA arbeitet oder sonst irgendwas, die Jungs und Mädels suchen händeringend Mitarbeiter. Gute, motivierte, nette Leute. Jo. Ich weiß, dass ihr das alle seid. Diesen Link hier folgen. Diesem Link folgen. Ja, schaut da rein. Ist ein toller Arbeitgeber. Ich verurteile jeden persönlich. Ich bin 14,5 Jahre bei der Bude und ich bin eigentlich gebürtiger Nürnberger und bin extra dafür nach Regensburg gezogen und komme da nicht weg, weil der Job einfach so geil ist. Xbox UTV, wenn du da jemanden an der Hand hast, es gibt einen Grund, warum er sich bewerben sollte, auch für dich, wenn er sich bewirbt und dich angibt als wie nennt man das? Als Empfehlung. Als Empfehler. Ich wurde von Xbox View TV, also gut, der Reinname in dem Fall würde uns helfen. dann. Ja, bitte, du. Es gibt eine Vermittlungsprämie. Wenn du diese Person vermittelst und diese Person bei uns durch den Bewerbungsprozess kommt und die Probezeit schafft und dann einen Vertrag bekommt und Vollzeit dabei ist,
dann kriegst du als Vermittlungsprämie, weil diese Person dich erwähnt hat, kriegst du 2000 Euro auf die Hand. Also auch wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, sagt ja. es weiter. Genau. Ich hab da Spread gehört. Genau. Da gibt's einen Job bei Zipsoft und ich denke, hey, guter Kumpel, gute Freundin, du könntest da echt genau die richtige Person sein, dann schreib eine Bewerbung. Ich hab gehört von meiner lieben Freundin, genau. dass ich mich hier bewerben soll. Zack, bumm. Ja, 2000 Euro. Ja, Headhunting. Cha-ching. Genau, ich mache hier Headhunting. Richtig, wir machen Headhunting. Wir machen hier Werbung. Es ist Recruiting, ganz klar. Zuerst gehört bei den Pixelmaniacs, einer anderen Firma, die gerade nicht einstellt. Weil sie schon so gute Leute hat. Weil sie schon viel zu viele gute Leute hat. Nee, Und zu wenig Geld vielleicht. Und zu wenig Geld. Ich schreibe euch eine Mail. Tu es. Vielen Dank euch. Vielen Dank dir. Wir machen es so. Wir raiden jetzt die Salista Belladonna. Lasst alle eure Pixel-Liebe da. Wenn ihr Emotes habt, spammt sie voll mit euren Pixel-Emotes. Wenn ihr keine Pixel-Emotes habt, dann spammt sie mit allen anderen Liebes-Emotes voll, die ihr habt. Sagt ganz liebe Grüße von uns. Wenn ihr jetzt gleich hier auf Enter drückt, dann läuft da oben ein Timer ab. Und dann hast du, ich glaube, 10 Sekunden Zeit für das letzte Wort. Gut. Okay? Okay. Sobald da oben der Timer abläuft, bist du dran. Vielen Dank dir, es hat super viel Spaß gemacht. Vielen Dank euch. Schaltet nächsten Donnerstag wieder ein, vielleicht auch morgen, aber spätestens nächsten Donnerstag sind auch wir wieder am Start. Auch vielen Dank dir. Ansonsten macht's gut, seid brav, und bis die Tage. Bis zum nächsten Mal. Okay. Macht's gut. 3, 2, 1, los. Okay, hi, schönen guten Abend. Das war Pixelbla mit Matthias Rudi von Zipsoft aus Regensburg, einem Spieleentwicklerstudio mit vielen coolen Spielen unter anderem Tivia. 3, 2. Und wir freuen mich über die Bewerbung von euch. Ciao. Ciao. Macht's gut. Du musst immer noch jetzt auf jetzt traden drücken. Jedes Mal. Jedes Mal. Das war's. So, zack, bumm. So, dann. Rated mit einer Gruppe von 100.